Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde noch nie so viel gewohnt wie in den letzten 12 Monaten. Ich denke, die Erfahrungen von Ihnen sind ähnlicher wie von uns allen. Das Positive an den letzten 12 Monaten bezogen auf das Wohnen ist, wir haben eine neue Häuslichkeit erfahren oder haben vielleicht das Wohnen neu entdeckt. Wir haben Kochrezepte ausgetauscht, weil wir wieder mehr gekocht und gewohnt haben. Wir haben im Wohnzimmer geturnt, wir haben Familie vielleicht neu kennengelernt. Manche von uns haben Wohnungen gekauft und als Investition in die Zukunft in Betongold investiert. Und als Architekturjournalist kann ich auch sagen, eine gute Entwicklung ist, dass einige Airbnb-Wohnungen in den Großstädten weltweit wieder dem Wohnen zugeführt wurden. Ganz allgemein kann man sagen, dass die letzten 12 Monate, das ist das letzte Jahr, eine sehr aktive Auseinandersetzung mit dem privaten, intimen, aber auch sehr wichtigen gesellschaftlichen Thema Wohnen erfahren und gewonnen hat. Es gab auch Nachteile. Die letzten 12 Monate waren geprägt und geplagt von Flächen und von Raumnot. Wir sind alle an unsere Grenzen gestoßen und nicht an die flächigen und an die räumlichen Grenzen, sondern oft auch an die emotionalen, an die logistischen und an die nervlichen Grenzen. Wir haben festgestellt, Wohnen und Lernen und Arbeiten, mehrere Personen in einem Haushalt, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Wir haben festgestellt, dass manche von uns in Kurzarbeit waren, vielleicht Jobs verloren haben, auf jeden Fall Aufträge verloren haben, dass manche von uns in eine prekäre Situation gerutscht sind und dass die Leistbarkeit von Wohnen nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit ist, wie sie das vielleicht noch vor 12 Monaten waren. Das sind wichtige Themen, wichtige, zum Teil erfreuliche und zum Teil unerfreuliche Entwicklungen. Und mit diesem Thema und mit diesen wichtigen Fragen, denen wir uns heute widmen, möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Wohnbausymposium. Mein Name ist Wojtek Czaj, ich bin Architekturjournalist. Und wenn ich nicht gerade als Architekturjournalist hinter meinem Computer sitze, in meinem Homeoffice zu Hause, freue ich mich, dass ich auch solche hybriden Veranstaltungen wie aktuell für Sie moderieren darf. Die heutige Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen. Ich habe in den letzten Tagen erfahren bei den ganzen telefonischen Briefinggesprächen, dass man intern nur vom SIG und vom SIR spricht, also unter SIR kennt sich jeder aus. Und neben dem Veranstalter SIR gibt es einige Partner, die ich kurz erwähnen möchte. Initiative Architektur, die Arbeiterkammer Salzburg, die Wirtschaftskammer Österreich Salzburg, die GBV-Landesgruppe Salzburg, das ist der Verband der Gemeinnützigen, und auch der Fernsehsender FS1, den wir als Medienpartner gewonnen haben, der ist dafür verantwortlich oder dem ist zu verdanken, dass Sie uns heute hier zuschauen können, egal wo Sie gerade sitzen, im Büro, zu Hause, im Homeoffice, auf der Terrasse oder auf der Alm. Sie sind jetzt, wenn Sie uns jetzt zuschauen, entweder auf Facebook mit dabei oder auf YouTube. Das ist der offizielle Part. Wir werden 2 Stunden lang Sie versorgen mit Vorträgen von Leuten aus der Immobilienwirtschaft, von Experten, Expertinnen aus der Wohnbaupolitik und aus der Politik ganz allgemein. Und danach, um 17 Uhr, geht es in einem etwas informelleren Teil weiter. Da schalten wir dann in einen Zoom-Kanal, wo Sie auch die Möglichkeit haben, sich an der Diskussion zu beteiligen und Ihre Fragen an das Podium zu stellen. Das war jetzt mal das Wichtigste zur Einleitung, zum Ablauf des heutigen Nachmittags und auch zu den Beweggründen, warum es heute dieses Symposium gibt. Ich darf nun Andrea Klambauer zu mir auf die Bühne bitten. Sie ist Landesrätin für Wohnen, Land Salzburg bei den NEOS. Ich darf Sie jetzt sozusagen um einen kurzen inhaltlichen Impuls oder um eine Art feierliche Eröffnung des Symposiums bitten. Und vielleicht sagen Sie uns auch dazu, warum Sie diesen heutigen Tag und dieses Symposium als sehr wichtig erachten. Bitte schön. Vielen Dank. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich sehr, dass heuer wieder das Wohnbausymposium stattfindet. Heute in ganz neuer Form, aber in gewohnt alter Qualität. In sehr guter Qualität mit hervorragenden Vortragenden, mit Blitzlichtern aus der Region. Mein großer Dank gilt dem SIR, die das möglich gemacht haben, mit Gästen am Podium, getestet natürlich vor Ort und Ihnen mit Videokonferenz zugeschalten. Das Thema leistbares Wohnen ist natürlich kein neues, es beschäftigt uns schon lange, aber man hat das Gefühl, es gewinnt von Jahr zu Jahr an Brisanz.
Mieten steigen, Baukosten steigen, die Preise der Eigentumswohnungen steigen gerade enorm. Man bekommt manchmal das Gefühl, man kann nur mehr machtlos zuschauen. Umso wichtiger ist es auch mir, Beispiele zu geben, wo man schon auch gegensteuern kann, weil man wirklich an jeder Schraube drehen muss, die zur Verfügung steht. Wir haben in Salzburg 35.000 geförderte Mietwohnungen und vor 3 Jahren, als ich begonnen habe, hatten wir die Situation, dass die Mieten dort noch stärker gestiegen sind in vielen Wohnungen als am freien Markt. Wir hatten die Situation, dass Menschen aus den geförderten Mietwohnungen ausgezogen sind, weil sie zu teuer geworden sind. Das war für mich einer der Bereiche, wo ich dachte, da muss man einfach anpacken. Und es ist gelungen, dass wir jetzt in diesen letzten 1,5 Jahren bei 14.000 Wohnungen die Mieten dauerhaft senken. Das ist aus meiner Sicht einer der Bereiche, wo man wirklich sieht, man kann was ändern. Es wurde die Finanzierung, die günstige Finanzierung genutzt und es wurde direkt an die Mieter weitergegeben. Und so ist es gelungen, dass in der Stadt Salzburg vom Jahr 2019 auf 20, also noch vor den Corona-Effekten, die Mieten erstmals nicht gestiegen sind, sondern gleich geblieben sind. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, es ist nicht nur überall sozusagen der Weg in Richtung steigende Mieten vorgezeichnet, sondern man muss wirklich schauen, wo sind auch die Schrauben, wo man angreifen kann. Und dann können letztlich auch über 30.000 Salzburgerinnen und Salzburger davon profitieren, dass eben die Mieten dauerhaft stabil bleiben. Und so wollen wir heute auf viele Aspekte schauen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo kann man auch wirklich ansetzen, damit wir für leistbares Wohnen in Salzburg sorgen. Ich freue mich sehr auf den Nachmittag, ich freue mich auf die Inputs und ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion mit Ihnen im Anschluss. Dankeschön. Frau Klambauer, vielen Dank. Danke sehr. Sie haben schon angesprochen, wir wurden getestet. Wir hatten halt schon Stabeln in allen Gesichtsöffnungen drinstecken, sind negativ. Und deswegen können wir ohne Maske zu Ihnen sprechen und sind dadurch im Gespräch auch deutlicher als mit Maske. Die nächsten Vorträge, die Sie hören, wurden aufgezeichnet, eben aus Covid-Sicherheitsmaßnahmen, damit heute hier im Literaturhaus nicht so viele Leute aufeinandertreffen. Den Anfang macht Wolfgang Ammann. Wolfgang Ammann ist Geschäftsführer des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen. Und Wolfgang Ammann wird Ihnen auch diese Zusammenhänge erklären, auf die Frau Klambauer halt schon jetzt eben ein bisschen eingegangen ist. Steigende Immobilienpreise, wie können Immobilienpreise gesenkt werden? Was ist überhaupt Leistbarkeit und wie spielen die ganzen unterschiedlichen komplexen Faktoren der Immobilienwirtschaft, des Bauens, des sich leisten Könnens, des Mietens und des Kaufens zusammen? Das ist die Einleitung für den ersten Vortrag. Wolfgang Ammann, ich darf bitten, den Vortrag aus der, wie ich so schön sage, Konservenbüchse abzuspielen. Viel Spaß. Lieber Wojciech Czaja, vielen Dank für die Vorstellung meiner Person. Liebes Publikum beim Salzburger Wohnbauforum, mein Part bei dieser Veranstaltung ist, für die Diskussion Zahlen, Fakten, Informationen bereitzustellen. Ich schieße am besten gleich los. Die 15 Minuten, die mir zugestanden sind, ist eine kurze Zeit. Ich teile meinen Bildschirm. Zahlen, Daten, Fakten zu leistbarem Wohnen. Die Situation beim Wohnen ist für alle Menschen eine Herausforderung. Wohnen ist einer der größten Teile des Haushaltsbudgets eines jeden. Wenn Eigentum geschaffen wird, ist es für die allermeisten Menschen die größte Investition, die im ganzen Leben getätigt wird. Hier seht ihr eine Grafik, die die Entwicklung der Einkommen und der Mieten darstellt. Für diejenigen, die beim Lesen von solchen Grafiken sich nicht ganz so leicht tun, eine kleine Erklärung. Die Linie mit den Punkten ist die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes, also die Entwicklung der Preise aller Güter und Dienstleistungen, die wir so konsumieren. Wenn wir im Jahr 2008 die Zahl 100 zugrunde legen,
sind wir 10 Jahre später, 2018, bei ungefähr 120. Also das heißt, die allgemeine Teuerung war in diesen 10 Jahren etwa 20%. Zur gleichen Zeit sind die Einkommen erfreulicherweise etwas stärker gestiegen. Und was meines Erachtens schon betont werden muss, auch das unterste Einkommensquintil, das sind die 20% der Haushalte mit den geringsten Einkommen, auch bei denen ist das Einkommen etwas stärker gestiegen als die Inflationsrate. Aber die Mieten sind noch deutlich stärker angewachsen. Die lagen nämlich 2018 35% über den Werten von 10 Jahren zuvor. Die Wohnkosten spielen für die verschiedenen Haushalte eine ganz unterschiedliche Rolle. Wir haben hier viel mit statistischen Zahlen zu tun. Die möchte ich gerne ein bisschen erklären. Bei den Mietern wendet der durchschnittliche Haushalt, da sagen wir Median dazu, ein Viertel, 25% seines verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen und Haushaltsenergie auf. Ein Viertel. Beim untersten Quartil, das sind die einkommensschwächsten 25%, sind es schon 35%. Und beim untersten Dezil, das sind die einkommensschwächsten 10%, die wenden mehr als 50% ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen und Haushaltsenergie auf. Ganz anders schaut es bei den Eigentümern aus. Bei den Eigentümern muss man allerdings dazu sagen, dass die statistische Basis, auf die wir uns hier berufen, nur den Zinsendienst und nicht die Kapitaltilgung berücksichtigt. Das verfälscht es ein bisschen. Aber wir haben doch sehr viele Haushalte, die ihr Eigentum ausfinanziert haben, und wir haben viele Haushalte, die günstig finanzieren. Jedenfalls, der durchschnittliche Eigentümer wendet nur 11% seines verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen mit Haushaltsenergie auf. Beim untersten Quartil sind es 16% und beim untersten Dezil, auch sehr einkommensschwache Haushalte haben oft Eigentum, sind es 24%. Also das heißt, Eigentümer zahlen sehr viel weniger über die Lebensdauer für Wohnen als Mieter. Wie wohnen nun einkommensschwache Haushalte? Auch hier wieder eine statistische Grafik, die ich gerne erläutern möchte. Wir haben hier insgesamt 4 Gruppen dargestellt. Einmal die Haushalte mit hohem Einkommen. Das ist über 180% des durchschnittlichen Einkommens, also durchschnittliches Einkommen plus 80%. Dann die mittleren Einkommen und dann die unteren Einkommen, die weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdienen. Die werden auch als armutsgefährdet bezeichnet. Zusätzlich zeige ich hier auf dieser Grafik dann noch das unterste Quintil, das sind die untersten 20%. Die blauen Teile der Balken sind Eigentum, die rot bis orangen Teile der Balken sind Miete und dann gibt es noch die hellgrauen Teile, das sind sonstige Rechtsverhältnisse. Wenn wir uns jetzt den zweiten Balken anschauen, das sind die mittleren Einkommen, ist ganz gut ersichtlich, dass ziemlich genau die Hälfte der Haushalte im Eigentum und die Hälfte in Miete oder sonstigen Rechtsverhältnissen leben. 40% haben ihr eigenes Haus, ungefähr 11% eine Eigentumswohnung. Gemeindewohnungen machen etwa 7% aus, gemeinnützige Mietwohnungen etwa 16%. Private Mietwohnungen eine ähnliche Größenordnung und die sonstigen Rechtsverhältnisse ungefähr 9%. Es ist leicht verständlich, dass einkommensstärkere Haushalte auch in höherem Maße in den eigenen Wohnungen, in den Eigentumswohnungen und Eigenheimen leben. Das seht ihr am linken Balken. Etwas über 50% haben ihr eigenes Haus, knapp 20% ihre Eigentumswohnung und nur etwa ein Viertel lebt in Miete. Bei den
armutsgefährdeten Haushalten ist es mehr oder weniger umgekehrt. Wir haben knapp 20%, die im Eigenheim leben. Wir haben etwa 6% in der Größenordnung, 7%, die in Eigentumswohnungen leben. Ein sehr stark überdurchschnittlicher Anteil in Gemeindewohnungen, etwa 13%, etwa gleich viel, ein bisschen mehr in gemeinnützigen Mietwohnungen. Und ein sehr großer Teil der armutsgefährdeten Haushalte leben in privaten Mietwohnungen. Private Mietwohnungen, da gibt es nach wie vor sehr viele mit alten Verträgen, die ziemlich günstig sind. Aber alle, die jüngeren Datums sind, alle Mietverträge, die in den letzten 20 Jahren abgeschlossen worden sind, sind deutlich teurer als die vergleichbaren Mieten, zum Beispiel im gemeinnützigen Sektor. Und warum ist jetzt in diesem Bereich bei den armutsgefährdeten Haushalten der hellgraue Sektor so groß? Die sonstigen Rechtsverhältnisse sind unter anderem auch gratis mitwohnende Haushaltsangehörige. Und das sind sehr häufig ältere Menschen, die einen eigenen Haushalt bilden, aber bei ihren Kindern mitwohnen, in einer Einliegerwohnung oder auch nur in einem Zimmer. Die gelten als sonstige Rechtsverhältnisse und die sind gerade bei den armutsgefährdeten Haushalten stark überrepräsentiert. Wir haben hier beispielsweise sehr viele ältere Frauen mit Mindestpension, die in diese Gruppe fallen. Was ich mit dieser Grafik aber auch zeigen möchte, ist, dass ärmere Menschen, ressourcenschwächere Menschen in allen Rechtsverhältnissen leben. Wir haben auch einen großen Teil von ressourcenschwächeren Haushalten, die in Eigenheimen und Eigentumswohnungen leben. Im Englischen sagt man dazu auch Asset Rich, Income Poor. Sie haben Vermögen, aber sie haben wenig laufende Einkünfte. Wie schaut es mit der Marktentwicklung von Wohnungseigentum aus? Ich habe euch auf der linken Seite jetzt eine Grafik mitgebracht, die zeigt den EU-Hauspreisindex. Auch hier wieder ist das Jahr 2010 mit 100 skaliert. Und die folgenden Jahre zeigen, wie stark sich die Preise kumuliert entwickelt haben. Und ihr seht, dass Österreich hier bei der Preisentwicklung doch eine ziemlich starke Dynamik zeigt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die Mieten sind in den 10 Jahren 2008 bis 2018 um 35% gestiegen. Die Preise für Eigentum fast im selben Zeitraum, 2010 bis 2020, um 80%. Die Preise für Eigentum sind also wesentlich stärker gestiegen als die Mieten. Interessant ist, dass sehr viele europäische Länder noch bis etwa 2014, 2015 sinkende oder stagnierende Preise hatten. Seither steigen die Preise in ganz Europa sehr stark. In Österreich allerdings haben wir seit 2010 und wenige Jahre vorher ein stetiges und sehr starkes Wachstum der Wohnungspreise von jährlich etwa 6 oder 7%. Und das bemerkenswerterweise auch 2020. Und es sieht ganz so aus, als ob 2021 aus Kundensicht nicht viel besser verlaufen würde. Wir erwarten also auch für heuer stark steigende Preise. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt für denselben Zeitraum den Index für unterschiedliche Arten des Eigentums. Und da ist ersichtlich, dass zwar die neu errichteten Wohnungen auch sehr deutlich im Preis gestiegen sind, nämlich um etwa 60%. Das ist die rote Linie. Viel stärker aber noch sind die Preise für gebrauchte Wohnimmobilien gestiegen, nämlich um etwa das Doppelte im selben Zeitraum. Wenn wir uns jetzt die Preise regional anschauen, seht ihr ein sehr gemischtes Bild. Links oben ist die Legende, je heller, desto günstiger. Es gibt Gegenden, wo Wohnungseigentum um unter 1.500 Euro pro Quadratmeter zu kriegen ist. Das ist allerdings typischerweise dort, wo es mit den Jobs
gar nicht so gut ausschaut. Überall dort, wo die Wirtschaft brummt, wo Jobs zur Verfügung stehen, wo gut bezahlte Jobs vorhanden sind, wo die Leute hinwollen, sind die Preise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und liegen heute vielfach über 4.500 Euro. Die Durchschnittspreise nach Bezirken gehen bis über 10.000 Euro. Das ist jetzt naheliegenderweise in Wien im ersten Bezirk. Hochpreisige Regionen sind neben Wien auch einzelne Landeshauptstädte, insbesondere aber das Rheintal und andere Regionen in Vorarlberg. Vorarlberg ist insgesamt besonders hochpreisig. Innsbruck, das Tiroler Unterland und ein sehr großer Teil des Bundeslands Salzburg. Und für Salzburg habe ich jetzt auch Regionaldaten mitgebracht. Ihr seht, dass Salzburg-Stadt in den letzten Jahren sehr deutlich im Preis gestiegen ist. Und ich habe leider erst Zahlen für 2019. Die Zahlen für 2020 werden in etwa einem Monat veröffentlicht. Also 2019 lagen die Preise bereits deutlich über 4.000 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. Das sind also Neubauwohnungen, gebrauchte Wohnungen und Häuser pro Quadratmeter. Hallein hat aufgeholt. Hallein liegt mittlerweile gleich auf mit der Stadt Salzburg. Und was ich vorher angedeutet habe, ähnlich wie in Vorarlberg haben wir in Salzburg die Situation, dass es kaum mehr günstige Regionen gibt. Einzig der Bezirk Tamsweg ist mit Preisen um die 2.000 Euro pro Quadratmeter noch deutlich günstiger. Sonst ist eigentlich in ganz Salzburg ein ähnlich sehr hohes Preisniveau eingetreten. Zurück zu den Mieten. Politiker, viele Wohnungskunden rechnen ja sehr stark damit, dass im gemeinnützigen Mietwohnungsbestand genügend Substanz vorhanden ist, um ressourcenschwächere Haushalte bedienen zu können. An dieser Grafik seht ihr das Mietenniveau nicht am Markt, sondern im Bestand. Es sind also alle Wohnungen davon betroffen. Und hier für Salzburg die weniger erfreuliche Nachricht. Gleichermaßen bei den privaten Mietwohnungen als auch bei den gemeinnützigen Mietwohnungen ist Salzburg das teuerste Bundesland in Österreich. Auch hier die Daten für 2019, die 2020er Daten stehen leider noch nicht zur Verfügung. Brutto kalt zahlen Salzburger Haushalte in privaten Mietwohnungen 11 Euro und wohlgemerkt, es sind alle Wohnungen, nicht nur die neu vermieteten, also auch viele Altverträge, die deutlich günstiger sind. Im gemeinnützigen Sektor sind es 8 Euro, das ist immerhin 1 Euro pro Quadratmeter mehr als im österreichischen Durchschnitt. Ja, und ich hätte noch einen Haufen Daten dabei, die ich gerne teilen möchte, zum Beispiel zur Wohnbeförderung und zum Wohnungsneubau. Aber die Zeit ist um. Ich habe eine Vorgabe bekommen, 15 Minuten und nicht länger. Hier ein abschließendes Bild, ein Sehnsuchtsbild. Ich hoffe sehr, dass die Auswirkungen der Pandemie bald überwunden sein werden und solche Bilder wieder alltäglich sein werden. Herzlichen Dank, viel Erfolg beim weiteren Verlauf des Wohnbauforums. Ich stehe etwas später bei der Diskussion gerne wieder zur Verfügung. Wolfgang Gammann, herzlichen Dank für diese Einleitung. Das war der Blick der Immobilienwirtschaft, der Überblick über Salzburg-Stadt und über Salzburg-Land. Am Ende des Vortrags haben wir jetzt gesehen, die unterschiedlichen Miethöhen im gewerblichen Wohnbereich, also im freifinanzierten und auch im gemeinnützigen geförderten. Bei diesem oder in diesem gemeinnützigen geförderten Bereich bleiben wir beim nächsten Vortrag. Ich darf Gerlinde Gutheil ankündigen. Sie ist Finanzwirtschafterin und Raumplanerin an der TU Wien. Ihre Schwerpunkte sind Stadtentwicklungspolitik, Infrastrukturökonomie. Sie spricht heute zu uns als Funktionärin des Wohnwirtschaftlichen Referats des GBV. Das ist der Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen.
Und sie wird zu uns sprechen über Wohnen und Wohnbaupolitik im europäischen Vergleich, also Österreich, Europa, wo sind da die Differenzen? Und auch das Verhältnis zwischen Staat und Markt im Bereich Wohnen. Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir sehr oft hören. Wer ist der Treiber und wem überlassen wir sozusagen die Gestaltung der Mietpreise? Dem Markt oder doch der öffentlichen Hand? Gerlinde Gutheil. Einen schönen Nachmittag, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Salzburger Wohnbausymposium 2021. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung zu diesem eher ungewöhnlichen Wohnbausymposium. Ich muss zugeben, dass es für mich wirklich eine sehr ungewohnte Situation ist, weder mit Ihnen, mit dem Publikum, noch mit den anderen Vortragenden in irgendeiner Weise interagieren zu können. Aber ich hoffe doch, dass wir einen spannenden Nachmittag gemeinsam verbringen werden und möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken, auch für das tolle Programm, das zusammengestellt wurde. Ja, mein Name ist Gerlinde Gutheil. Ich bin wohnwirtschaftliche Referentin am österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen und ich wurde eingeladen, hier zur Rolle der gemeinnützigen Bauvereinigungen zu sprechen. Mein Blick richtet sich dabei nicht nur auf Salzburg, weil das machen vor allem dann die lokalen Expertinnen und Experten, sondern ich schlage auch die Brücke nach Österreich insgesamt und Europa. Und ich möchte aber gerne meinen inhaltlichen Teil beginnen mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gut, so vielleicht wie auf diesem Foto hier aus Max Klahn, wo sich die Morgensonne auf den Balkonen spiegelt, aber es noch nicht ganz klar ist, ob sie die Kälte der Früh verschwinden lassen kann. Die gute Nachricht lautet, auch im teuren Salzburg sind gemeinnützige Mietwohnungen erheblich günstiger als gewerbliche private Mietwohnungen. Und zwar, wenn man sich jetzt hier die Durchschnittsmieten anschaut, das sind eben wohlgemerkt die Durchschnittsmieten aus 2019, die haben recht wenig zu tun mit der aktuellen Miete, wenn man jetzt aktuell eine Wohnung mietet, weil da natürlich der Bestand dabei ist. Aber wir sehen, dass in der Stadt Salzburg der Unterschied mehr als ein Drittel beträgt, im Land Salzburg im Durchschnitt 23% und in Österreich 22%. Aber eben die schlechte Nachricht, es gibt nicht unendlich viele von ihnen. Vor allem im aktuellen Neubau und bei der Neuvermietung. Der Marktanteil der gemeinnützigen Bauvereinigungen im Land Salzburg beträgt bei den Mietwohnungen insgesamt ungefähr 46%, was doch noch recht viel ist. Bei den Neu- und Wiedervermietungen jedoch nur mehr etwas mehr als ein Viertel, 27%. Für die Stadt Salzburg hat das SIR in einer ganz aktuellen Studie erhoben, dass es inklusive Eigentum, also von allen Neubezügen, die geförderte Miete nur rund 10% aller Neubezüge ausmacht, also wirklich ein sehr kleiner Marktanteil. Beim Wohnungsneubau insgesamt, jetzt wieder alle Sektoren, also alle Rechtsformen, hat die gemeinnützige Wohnungswirtschaft ungefähr 22% in den letzten Jahren in Salzburg, allerdings jetzt im Steigen begriffen. Das heißt, es können doch nur eine begrenzte Zahl an Menschen eine günstige gemeinnützige Mietwohnung bekommen. Es gibt aber noch einen weiteren Zusammenhang, den ich in der nächsten Folie erläutern möchte. Und zwar haben wir hier jetzt alle Bundesländer dargestellt. Auf der X-Achse ist der Anteil der gemeinnützigen am Mietwohnungsbestand abgebildet und auf der Y-Achse dieser Preisunterschied wieder, um wie viel die gemeinnützige Miete günstiger ist als die private Miete. Und ich möchte jetzt gar nicht auf einzelne Bundesländer eingehen, sondern nur diesen doch recht anschaulichen Zusammenhang hier zeigen, dass es offensichtlich so ist, je höher der GBV-Marktanteil ist, desto geringer ist auch der Preisunterschied zur gewerblichen Miete. Ein großer Preisunterschied, wie wir es eben in Tirol, Vorarlberg, aber auch noch in Salzburg haben, spricht eben einerseits für einen angespannten Markt, wo sich die private gewerbliche Miete gewissermaßen entkoppelt von der Kostenmiete.
Man kann auch annehmen, dass es dort eben aufgrund des geringen Marktanteils den Gemeinnützigen weniger gut gelingt, den privaten Markt preislich zu beeinflussen. Mein zweiter Block nennt sich, ist übertitelt, der dritte Sektor und die Volkswirtschaft. Ich wurde gebeten, etwas über das Verhältnis von Markt und Staat im Wohnungswesen zu sagen. Und ich möchte eigentlich ein bisschen ausweichen und gar nicht so sehr auf so eine Dichotomie zwischen Markt und Staat eingehen, sondern viel eher betonen, einerseits die Komplementarität und zweitens, vergessen wir nicht die hohe Bedeutung des dritten Sektors, eben des nicht gewinnorientierten privaten Sektors und der Zivilgesellschaft. In den Worten des Finanzwissenschaftlers Egon Matzner würde das so lauten: Es geht darum, dem autonomen, schon seit langer Zeit durch Markt und Staat eingeschränkten Bereich der zivilen Gesellschaft eine neue Möglichkeit zur Entfaltung zu geben. In der Wohnungswirtschaft haben wir einen sehr etablierten dritten Sektor, eben in Form der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Und diese sind Teil der Volkswirtschaft, aber sie wirken auch auf die Volkswirtschaft ein, und zwar ganz maßgeblich. Eine aktuelle WIFO-Studie hat berechnet, dass es einerseits einen sehr großen Mietpreisvorteil gibt und andererseits die Auswirkung, die die Gemeinnützigen auf das BIP haben, bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr beträgt. Das heißt, das BIP ist um 1 Milliarde höher, weil es gemeinnützige Bauvereinigungen gibt. Jetzt schauen wir uns noch diesen Mietpreisvorteil noch etwas genauer an. Wir sind jetzt in Österreich insgesamt und haben bei den Mietwohnungen im Durchschnitt einen Preisvorteil von 2,3 Euro pro Quadratmeter. Es gibt allerdings zwei Bauperioden, wo dieser Unterschied noch wesentlich höher ist. Einerseits bei den älteren Wohnungen der 50er bis 70er Jahre. Dort kommt der sogenannte Ausfinanzierungseffekt zum Tragen. Das heißt, die Wohnungen sind aufgrund der Regelungen des WGG sind in der Grundmiete und deswegen sehr günstig, während die Wohnungen gleichen Alters bei der privaten Miete nicht preisgeregelt sind und deswegen ein großer Unterschied besteht. Und auf der anderen Seite, bei den ganz neuen Wohnungen, da zeigt sich wiederum die Marktpreisdynamik des doch eher überhitzten Neubaumarkts der letzten Jahre, der eben zu sehr hohen Mieten im gewerblichen Segment im Neubau geführt hat. Ja, nun möchte ich Sie ganz kurz nach Europa entführen, den Blick weiten. Es kommt alle 2 Jahre ein Bericht heraus von Housing Europe, der sich nennt The State of Housing in the EU. Die aktuelle Ausgabe bezieht sich vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und eine Schlussfolgerung lautet: In unsicheren Zeiten sind zwei Dinge zweifellos. Bleib zu Hause muss für alle ermöglicht werden und der Bedarf an mehr sozialem und leistbarem Wohnraum ist real. Wir haben in Europa schon vor der Covid-19-Krise einen sehr angespannten Wohnungsmarkt gehabt, insbesondere in den Städten, der zu Leistbarkeitsproblemen geführt hat, und das hat sich verstärkt. Ich möchte aber jetzt den Blick auf Zahlen richten, die aus 2019 sind, also noch vor der Covid-19-Krise. Da haben wir in Europa 17% der Haushalte, die in überbelegten Wohnungen leben. 9% haben eine Wohnkostenüberbelastung. Das heißt, dass in der EU-Definition, dass sie mehr als 40% ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Und unter den armutsgefährdeten Haushalten sind das sogar 35,4%. Wie schaut das jetzt in Österreich aus? Bei den ersten beiden Indikatoren schneidet Österreich besser ab. Also wir haben
eine geringere Anzahl, die in überbelegten Wohnungen leben und geringere Wohnkostenüberbelastung, allerdings nicht bei den armutsgefährdeten Haushalten. Da sind wir mit fast 41% doch noch spürbar schlechter als der europäische Durchschnitt. Ja, und kommen wir nun wieder nach Österreich zurück und zu jenen, um die es in der ganzen Debatte eigentlich geht, zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Wer wohnt eigentlich in unseren Häusern? Wer wohnt in den verschiedenen Wohnungssektoren? Sind das jüngere, ältere, niedrigere oder höhere soziale Schichten? Wir haben uns das angeschaut für Österreich insgesamt und die Bundesländer. Hier ist jetzt die Darstellung für das Land Salzburg. In einer langfristigen Perspektive von 1991 bis 2011. Das heißt, das hat sich natürlich bis heute noch weiter verändert. Wir gehen aber davon aus, dass die wesentlichen Entwicklungen sich fortgesetzt haben. Auf der X-Achse sind jetzt abgebildet die Bildungsschichten. Das heißt, je weiter rechts, desto stärker sind höhere Bildungsschichten überrepräsentiert in einem bestimmten Sektor. Und je weiter oben, desto eher sind ältere Personen überrepräsentiert in einem Sektor. Beim Wohnungseigentum ist das klar, Wohnungseigentum ist in dem Quadranten alt und gebildet. Und das hat sich in dem Zeitraum auch noch verstärkt. Die private Miete hingegen ist das Refugium, kann man sagen, der jungen und gebildeten Bevölkerung. Und diese ist im Zeitvergleich zwar etwas älter geworden, aber immer noch sozusagen jung und immer noch überdurchschnittlich gebildet. Ja, normalerweise würde ich Sie jetzt fragen, wo glauben Sie, ist die GBV-Miete angesiedelt, in welchem Quadranten? Ich muss es jetzt gleich selbst auflösen. GBV sind in dem Quadranten alt und weniger gebildet, allerdings mit der stärksten Veränderung von allen Sektoren. Das heißt, GBV-Mieterinnen und Mieter wurden jünger und relativ bildungsärmer. Und es ist sehr gut möglich, dass mittlerweile 2021 sie eigentlich schon im linken unteren Quadranten eigentlich zu finden wären. Das heißt aber auch, dass die GBV-Miete immer mehr auch zum Universalversorger für jene wird, die es am Wohnungsmarkt tendenziell schwerer haben. Ja, bevor ich zum Fazit komme, möchte ich mit zwei Grafiken noch einmal das Geschäftsmodell der Gemeinnützigen ein bisschen in Erinnerung rufen, die gemeinnützigen Kreisläufe hier vereinfacht dargestellt. In der linken Grafik haben wir so den Finanzierungskreislauf eines Gebäudes, wo zuerst Kostenmiete verlangt wird, wo ein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag eingehoben wird und eben laufend instand gehalten wird und verbessert wird. Und schließlich nach Ausfinanzierung kommt die Grundmiete zum Tragen, die eben im Sinne des Generationenvertrags es ermöglicht, Eigenkapital zu bilden und wieder zu investieren in den Neubau. Rechts ist eben dieser Kreislauf der Vermögensbindung dargestellt. Gemeinnütziges Kapital bleibt innerhalb der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft gebunden und muss reinvestiert werden. Ja, und nun wirklich zu meinem Fazit. Die Gemeinnützigen leisten einen beträchtlichen Beitrag zur Leistbarkeit. Dennoch gibt es, und nicht nur in Salzburg, bei bestimmten Gruppen ein ausgeprägtes Leistbarkeitsproblem. Ich möchte jetzt nicht der Politik abnehmen, hier Lösungswege zu finden, die auch sicherlich über die Wohnungspolitik hinausgehen müssen, sondern auch in die Sozialpolitik hinein und in andere Bereiche. Aber ich möchte Sie gerne auf ein Gedankenexperiment einladen. Manches davon ist vielleicht noch ein bisschen weit hergeholt, für manches gibt es schon sehr konkrete Ansätze in Salzburg. Was wäre, wenn es nicht nur eine Wohnung, sondern auch eine Bodengemeinnützigkeit gäbe? Boden dürfte dann dort, wo das gilt, das ist ja nicht überall,
etwa nur zum eingesetzten Kapital weiterveräußert werden? Wie würden unsere bodenpolitischen Instrumente aussehen, die zum Beispiel Vorbehaltsflächen für förderbaren Wohnbau oder auch eine aktive Bodenpolitik von Gemeinde und Land, würden sie dann vielleicht viel intensiver eingesetzt werden? Was wäre, wenn die Vermögensbindung auch auf gefördertes oder generell auf Eigentum angewendet würde? Würde es da vielleicht einen klaren Vorrang für selbstgenutztes Eigentum geben, das sich sogar zu einem eigenen Marktsegment mit niedrigeren Preisen entwickeln könnte, da ja auch die Ertragschancen niedriger sind? Würde es eine angemessene Instandhaltungsrücklage geben, so wie bei den Gemeinnützigen, die eine Instandhaltung und Verbesserung sicherstellt über die lange Zeit? Was wäre mit dem Prinzip der Sozialpflichtigkeit des Eigentums? Würden wir dann Ansätze finden, die eine Inklusion auch jener ermöglicht, die derzeit vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind? Und schließlich, was wäre, wenn der Generationenvertrag zum Grundsatz der Siedlungsentwicklung würde? Wie würden wir dann mit zum Beispiel mit Innenentwicklung umgehen, mit Flächenrecycling? Welche Rolle würde zum Beispiel in der Förderpolitik auch die Kreislaufwirtschaft und die Materialwiederverwendung spielen? Man könnte das weiterdenken. Ich möchte das jetzt auch nicht beantworten, sondern einfach anregen. Ich denke, es könnte sich lohnen, an eine Ausweitung des gemeinnützigen Prinzips zu denken, auch in andere Bereiche hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Linda Gutheil, für den Einblick in die Materie und auch für die Fragen und den möglichen Ausblick in die Zukunft, was Gemeinnützigkeit morgen und übermorgen vielleicht alles sein könnte oder umfassen könnte. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt immer wieder gesehen, so eine Einblendung von Skizzen. Wir haben heute eine, ich darf so sagen, Dolmetscherin in Bildern, und zwar ist das Anita Berner, die das heutige Symposium als Graphic Recording live mitzeichnet. Sie sind immer wieder hineingespielt, welche Inhalte Anita Berner gerade visualisiert. Und dieses Graphic Recording Dokument als visuelles Dokument des heutigen Symposiums wird Ihnen dann auch zur Verfügung stehen. Wie das zugänglich sein wird, geben wir Ihnen noch Bescheid. Das waren die ersten beiden Vorträge. Wir kommen jetzt nun zum dritten und letzten großen Vortragsimpuls für den heutigen Tag. Barbara Russmann, sie ist seit kurzem tätig in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik. Heute hält sie zu uns hier einen Vortrag in ihrer Rolle als Obfrau des Forum Wohnbaupolitik. Und sie spricht zu uns vor allem über das Wohnrechtskonvent 2019 und 2020, Methoden und Erkenntnisse, die sie aus diesem Projekt gewonnen hat und die sie mit Ihnen jetzt teilen möchte. Bestandspolitik, wie kann vielleicht in Zukunft ein neues Mietrecht aussehen und wie kann so ein politischer Prozess gestaltet werden? Hier nun der Vortrag von Barbara Russmann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute beim Salzburger Wohnbausymposium den Wohnrechtskonvent 2019-20 vorstellen zu dürfen. Ich bin ja eingeladen worden vom SIRM, speziell die Agenda für ein neues Wohnrecht vorzustellen. Und die wiederum ist das Ergebnis des sogenannten Wohnrechtskonvents 2019-20, ein Projekt meines Vereins, des Forum Wohnbaupolitik. Was war das für ein Projekt und wie kam es dazu? Dazu springen wir kurz zurück ins Jahr 2019. Was war damals die Ausgangssituation? Es stand wieder mal in einem Regierungsabkommen, so wie in vielen davor, auch schon, dass man das Mietrecht wieder mal fairer gestalten will, fairer für Mieterinnen und Vermieterinnen.
Und zusätzlich stand in diesem damaligen Programm der ÖVP und der FPÖ, dass auch ein Mietrechtskonvent durchgeführt werden soll. Im Jänner 2019 erschien es dann immer unwahrscheinlicher, dass das wirklich stattfinden wird. Und das schien eher wahrscheinlich, dass die Reform Untätigkeit auf Bundesebene prolongiert wird. Wir als Verein haben dann gesagt, dann machen wir es halt selber. Es kommt vielleicht doch auf die Zivilgesellschaft im Letzten auch darauf an, dass bei den Wohnrechtsreformprozessen etwas weitergeht. Und so begannen wir, einen deliberativ-partizipativen On- und Offline-Prozess zu konzeptionieren. Der Wohnrechtskonvent war geboren. Was waren die Ziele? Ziel war, mit einem innovativen Beteiligungsformat aus jahrzehntealten ideologischen Pattstellungen auszubrechen und aufzubrechen und damit auch Wohn- und Demokratiepolitik zu verbinden. Ziel war weiterhin, mit einem langfristigen Format und unterschiedlichen Veranstaltungsformen, also vom Hintergrundgespräch bis zum digitalen Partizipationstool, Druck auf politisch Verantwortliche aufzubauen, aber auch neue Dialogräume abseits der Bekannten aufzumachen. Und das ganz große Ziel, wobei uns auch klar war, dass das ein utopisches Ziel ist bis zu einem gewissen Grad, aber wir wollten es uns trotzdem setzen, gemeinsam mit Expertinnen, Zivilgesellschaft und Politik ein Weißbuch für ein neues Wohnrecht zu erarbeiten. Wichtig zu wissen ist auch, was war die Motivation oder was waren die Grundthesen, die meinen Verein geleitet haben. Das war mal die These, oder nicht die These, das ist eigentlich eine Tatsache, dass Österreichs wohnpolitische Geschichte internationales Vorzeigemodell gilt und dass einzelne Meilensteine in der Historie in Summe Wohnen für breite Bevölkerungsschichten in Österreich doch für sehr lange Zeit leistbar gemacht haben. Diese Meilensteine waren ganz unterschiedlicher Natur, sind auch unterschiedlich entstanden. Ich nenne die drei wesentlichen: die Mietzinsbegrenzung 1917 bzw. dann 1922 fundiert in ein Gesetz gegossen, das Gemeindebauprogramm des Roten Wien und natürlich die Gestaltung der Wohnbauförderung und der Aufstieg des gemeinnützigen Sektors nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt konnte man aber doch über sehr lange Zeit beobachten, wie Urbanisierung und vor allem der Einschnitt der Finanzkrise 2008 dieses wunderbare österreichische Modell immer poröser gemacht haben und die Leistbarkeit insbesondere in den Städten Österreichs zunehmend nicht mehr gegeben war und ist. Gleichzeitig gibt es zum Ziel leistbares Wohnen einen totalen Konsens in Politik und Gesellschaft. Unsere These war, wenn man dieses Ziel erreichen will, reicht es nicht, an einzelnen Teilmaterien herumzuschrauben. Es braucht eine Gesamtreform und Gesamtschau aller Rechtsmaterien, die Wohnen im engeren und weiteren Sinn betreffen. Also vom Wohnungseigentumsgesetz, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Mietrechtsgesetz bis zu dem Wohnbauförderungsrecht, Raumordnungsrichtlinien, aber auch zu Materien, die die Energiekosten von Haushalten betreffen. Also bis zum Beispiel auch zum Heizkostenabrechnungsgesetz. Ich überspringe jetzt ein bisschen die Folien, die mit der Methodik im engeren Sinn zu tun haben. Sie können das dann gern auch nachlesen. Die Folien sind zum Download, glaube ich, bereit auf der Website vom SIR. Und springen gleich konkret in den Ablauf. Wie war das? Wir haben begonnen mit einer Konsultation, Online-Konsultation unter geladenen Expertinnen und Experten. Die fand im Frühjahr 2019 statt. Das Ergebnis davon war die Arena-Analyse, Wege zu einem neuen Wohnrecht und eine öffentliche Diskussion mit Wohnsprecherinnen aller Parteien. Dann ging es in die öffentliche Konsultation, wo eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, daran teilzunehmen. Auf Basis der Gesamtbeiträge haben wir dann die sogenannte Agenda für ein neues Wohnrecht erarbeitet, wurde ein recht dickes Papier. Und der eigentliche Höhepunkt sollte dann ein Bürgerinnen-Bürger-Konvent sein, der analog in Präsenz stattfinden hätte sollen im Herbst 2020, der aus Ihnen und uns allen bekannten Gründen dann aber nicht stattgefunden hat.
zu den Ergebnissen. Was jetzt die Analyse und Bewertung des Prozesses, der Methodik an sich angeht, verweise ich auf die Fallstudie der Politologin Tamara Ees, die sich den Wohnrechtskonvent da sehr genau angeschaut hat. Zum politischen Ergebnis, also wie viel wir auch erreicht haben in diesem Einjahresprozess, zeigt sich am allerbesten am aktuellen Regierungsprogramm der türkis-grünen Regierung, wo eigentlich unsere Projektbeschreibung sich in sehr ähnlichen Worten im Regierungsprogramm wiederfindet, das sich auch zum Ziel setzt, unter Beteiligung aller Stakeholder und von Bürgerinnen und Bürgern also das Wohnrecht zu reformieren. Das ist nachzulesen auf Seite 42 des aktuellen Regierungsprogramms. Ich zitiere jetzt den Absatz nicht zur Gänze. Zu den Ergebnissen im inhaltlichen Bereich. Die geladenen Expertinnen und Experten, die aus sehr verschiedenen Feldern kamen, sehr divers zusammengesetzt waren, haben in ihren Beiträgen ein Big Picture sozusagen erstellt. Und man sieht, wie weit eigentlich Themen für ein neues Wohnrecht, wie weit das eigentlich geht. Das reicht weit über die Materien MAGW, GWGG im engeren Sinn hinaus. Da wurden unter anderem Cluster gebildet, natürlich ganz große zum Thema Leistbarkeit und Mieten, aber auch zu so einem Punkt wie der Bund, die Hauptstadt Wien und die Länder, weil ja insbesondere die Situation in Wien mit diesem großen Altbestand an Gebäuden, der hohen Rate an Mieterinnen und Mietern auch in der Stadt, diese Sondersituation wesentlichen Einfluss immer genommen hat auf die Mietrechtsgesetzgebung für ganz Österreich. Also auch dazu gab es viele Beiträge, aber auch dazu, wie sehr es eine verstärkte Förderung von Innovation und Forschung braucht. Ich springe wieder kurz zurück. Als wir dann extrahiert haben, die gesamten Beiträge beider Konsultationen, sind wir wirklich nach Quantität eigentlich vorgegangen und haben daraus die drei Kernthemen gefiltert. Die mit Abstand meisten Beiträge von den Menschen kamen zum Thema Bestandspolitik und wie kann ein neues Mietrecht aussehen. An zweiter Stelle war das Thema Boden- und Raumordnungspolitik. An dritter Stelle gab es Beiträge zum Thema Wohnen und Klimaschutz. Diese Agenda im Gesamten, die ich jetzt in der ganzen Kürze überhaupt nicht wiedergeben kann, ist auch zum Download auf unserer Website vorhanden. Ich schicke sie Ihnen auch gerne zu, wenn Sie mir ein E-Mail schreiben. Ich bin eingeladen, speziell den Punkt Bestandspolitik Mieten herauszugreifen. Ziel des Konvents oder von Bürgerinnen und Bürgerkonventen insgesamt ist es ja, auch eine beratende Funktion auszuüben für die Politik. Und wenn es jetzt danach geht, ist die Tendenz eigentlich bei uns sehr klar gewesen, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es gibt eine große Mehrheit, die findet, dass die bestehenden Stichtage, von denen derzeit abhängt, welche Mietrechtsbestimmungen zum Tragen kommen, abgeschafft gehören. Und dass eben nicht mehr das Errichtungsdatum des Gebäudes an sich ausschlaggebend für die Frage sein soll, ob eine Mietwohnung preisgeregelt ist oder nicht. Zur Preisbildung wurden sogar drei Lösungswege vorgeschlagen. In der Expertenkonsultation war das eine Reform des Richtwertsystems oder das Modell, dass man sich am Top-Produkt orientiert und dann gestaffelte Abschläge, je Abweichung vom State of the Art, vornimmt. Oder auch das Modell der Referenzmiete, ist alles nachzulesen im Bericht. Grundsätzlich ließ sich auch eine Tendenz herauslesen, dass eine gesetzliche Preisregelung für sinnvoll gehalten wird, grundsätzlich, und dass eine Regelung zwischen 20 bis 30 Jahren nach der Errichtung eines Gebäudes zu greifen beginnen soll. Da gab es doch relativ großen Konsens.
Viele Beiträge rankten sich um die Befristungsproblematik. Wir alle wissen, dass insbesondere die Zunahme an Befristungen das Wohnen exorbitant verteuert hat in den Ballungsräumen. Hier gab es auch viel Disput innerhalb unseres Konventprozesses. Im Wesentlichen lief es darauf hinaus, einen Abtausch zu machen, also Befristungsmöglichkeiten zurückzunehmen und dafür Weitergaberechte zu beschränken, dass das ein denkbarer Abtauschausweg aus der Befristungsproblematik sein könnte. Großes Thema waren dann auch Investitionen in Verbesserung und Sanierung. Und hier führten die Beiträge und Diskussionen in das große Spannungsfeld Sozial- und Klimapflichtigkeit von Eigentum. So sehr es großen Konsens darüber gab, dass die Sanierungsquote gehoben werden muss, inklusive der Dekarbonisierung des Bestands, so sehr waren dann zwei Positionen im Widerspruch. Einerseits das Interesse, vor allem von Vermieterseite, sich aus dem Richtwertregime heraussanieren zu können. Also in dem Moment, wo ich ein super ökologisches Haus habe, dann auch Miete verlangen zu können in der Höhe, wie ich will oder wie der Markt es hergibt. Andererseits, also dem gegenüber, die Menschen, die die Position vertreten haben, Mieterinnen und Mieter haben ein Recht auf Sicherheit und Kontinuität der Verträge und sie haben auch ein Recht auf Energie aus erneuerbaren Energieträgern, die nicht das Wohnen insgesamt dann verteuern. Ja. Also mögliche Konflikte in nächster Zukunft wurden schon, oder das sehe ich auch stark darin, wer zahlt durch eine vielleicht bald dekretierte CO2-Steuer entstehende Mehrkosten in Wohnungen und Häusern, die mit fossiler Energie versorgt werden. Zahlen das Mieterinnen und Mieter selbst oder ist es die Pflicht der Vermieterinnen und Vermieter bzw. Eigentümerinnen, hier Vorsorge zu treffen und Mehrkosten, wenn das Haus nicht dekarbonisiert ist, selbst zu tragen. Wie jetzt weiter mit unserem Projekt im Wohnrechtskonvent? Ich habe es vorher schon erwähnt, im Regierungsprogramm gibt es jetzt selbst das Vorhaben der Regierung, das Wohnrecht partizipativ weiterzuentwickeln. Unser Vorschlag ist ganz konkret, einen Bürgerinnenkonvent zum Thema Boden zu machen, weil wir nach vielen Diskussionen der Meinung sind, dass das eine einfache und für jeden gut nachvollziehbare Frage auch ist, nämlich ist Boden eine Ware oder ist er das nicht? Und je nachdem, wie eine repräsentativ ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen diese Frage beantwortet, ergeben sich daraus sehr klare legistische Konsequenzen für alle Wohnrechtsmaterien und Gesetze. Ja, ich merke, dass ich die Zeit, glaube ich, schon ein bisschen überzogen habe und komme zum Ausblick. Besen für die nächste wohnpolitische Zukunft. Die Wohnpolitik kommt meines Erachtens von zwei Seiten unter Druck, der sozialen Frage und der Klimafrage. Eine Folge der Pandemie sind Zahlungsprobleme, drohende Zunahme von Delogierungen. Die Leistbarkeitsproblematik wird noch einmal virulenter. Dazu kommt die CO2-Bepreisung durch die geplante Steuerreform. Wohnkosten werden verstärkt im Zusammenhang mit Energiekosten gesehen werden müssen. Woraus sich positive Chancen ergeben, zum Beispiel Verringerung von Stromkosten durch die Ernte von eigenem Strom, aber auch eine große Herausforderung, weil die Energiewende, die Dekarbonisierung muss wirklich jetzt sehr rasch vonstatten gehen. Und um das alles zu bewältigen, wird man um eine Diskussion unseres Begriffes von Eigentum einfach nicht herumkommen. Das Recht auf Eigentum muss meines Erachtens erweitert werden um die Sozial- und die Klimapflichtigkeit von Eigentum. Und zuletzt in freier Abwandlung des deutschen Grundgesetzes, Eigentum an Haus, Wohnung, Grund und Boden verpflichtet. Sein Gebrauch muss zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, sowie dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen auf dem Planeten Erde. Ich würde das für sehr wichtig halten, hier eine gesellschaftliche Einigung zu schaffen. Aktuell sind wir davon sehr weit entfernt. Vielen Dank.
Barbara Russmann, vielen Dank. Ich denke, der Ausblick am Ende hat auch schon ganz wichtig Handlungsfelder für die Zukunft dargestellt. Wir gehen jetzt über zu einem Blog, der ein bisschen ein Pecha-Kutscher-Stil hat. Für diejenigen, die damit noch nicht vertraut sind, sie kriegen jetzt ganz viele, ganz kurze Impulse. Wir haben das Blitzlichter genannt. Vorträge, kurze Impulse, circa 2,5, 3 Minuten. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, 7 Stück an der Zahl. Ich sage Ihnen ganz kurz, was jetzt erwartet. Es ist ein wildes Potpourri aus unterschiedlichen Branchen. Und dann geht's ab in diesen Blitzlichter-Block. Andreas von Hemmetner, Universität Salzburg, spricht über Wohnungseigentum. Edgar Atzmannsdorfer, Arbeiterkammer Salzburg, Referent für Umwelttechnik und Raumordnung, spricht über den Mietwohnungsmarkt. Rosemarie Fuchskofer vom Institut Stadtland-Berg, sie ist Leiterin, spricht zum Thema Wohnen aus der Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner. Roland Brugger, Wirtschaftskammer Salzburg, Immobilien- und Vermögenstreuhänder, spricht aus der Sicht der Gewerblichen zum Thema Wohnen. Roman Höllbacher, Leiter der Initiative Architektur, über Instrumente und Bodenpolitik. Petra Geschwendner von BAWO, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe, Wohnen für alle, und zwar leistbares Wohnen für alle. Und Stefan Gröger, er ist Prokurist bei der Heimat Österreich und Landesobmann der GBV Landesgruppe Salzburg, über das Wohnen aus der Sicht der Gemeinnützigen in Salzburg. Jetzt startet dieser Blog. Viel Spaß bei diesem kurzen, schnellen Potpourri aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir sehen uns danach gleich wieder mit der Diskussion hier bei uns im Literaturhaus, und zwar tatsächlich live und nicht voraufgezeichnet, mit den Politikerinnen und Politikern von Stadt und Land. Bis gleich. Die Kernfrage heute ist ja, warum Wohnen in Salzburg so teuer ist. Zumeist werden hohe Grund- und Errichtungskosten thematisiert, Anlagekäufe aber weniger beachtet. Doch die Devise Grundbuch statt Sparbuch ist ein wesentlicher Preistreiber und trägt mit dazu bei, dass Salzburg bei Neubauwohnungen Österreichs teuerste Großstadt ist. Vor allem seit 2008 kam es zu enormen Preissteigerungen im Eigentum. Die boomende Nachfrage nach Anlagewohnungen trägt dazu wesentlich bei. Wieso eigentlich? Es gibt genug regionales Kapital, die Zinsen sind niedrig, die Unsicherheiten dafür groß. Bis zu einem Drittel aller Wohnungen wurden deshalb zuletzt von Anlegern gekauft. Kaufen tun allerdings nicht ausländische Spekulanten, sondern private Kleininvestoren aus der Region. Ja, und was bewirkt es jetzt am Wohnungsmarkt? Zusätzlichen Preisdruck, weil neben der Nachfrage nach Wohnsitzen nun auch noch die Nachfrage nach Veranlagung auf das bestehende Angebot trifft. Und die Preise steigen viel deutlicher wie Einkommen und Inflation. Nur zur Veranschaulichung, bereits 2017 musste der Durchschnittsbürger alleine für eine durchschnittliche 80 Quadratmeter Wohnung 3,5 Jahre länger arbeiten als noch 2007. Eigennutzer werden dadurch aus dem Eigentumsmarkt gedrängt. Ohne Erbe und ohne familiäre Unterstützung ist der Wohnungskauf für die meisten fast unmöglich. Aber auch auf den Mietmarkt wirkt sich das aus. Zwar vermieten die Anlagekäufer zumeist, doch eben zu teuren Mieten, weil sie die hohen Kaufpreise im Nacken haben. Gewinner dieser Entwicklung sind nur Alteigentümer mit enormen Wertsteigerungen, Verlierer alle anderen. Und die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung sogar noch befeuert. Wichtig ist jetzt, die Wohnkrise nicht nur als ein soziales, sondern ein generelles Standortproblem zu bewerten. Salzburg verliert aufgrund der hohen Preise zunehmend Studenten, junge Fachkräfte und Familien an das Umland mit all seinen Konsequenzen für Arbeitsmarkt und Prosperität. Klar ist, die Niedrigzinspolitik lässt sich nicht aus Salzburg ändern. Deshalb ist es aber ratsam, dem Anlagekapital möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Das bedeutet, aktive Bodenpolitik mit Vorrang für den geförderten Wohnbau und Eigentum nur dann, wenn Anlagekäufe wirklich ausgeschlossen werden können. Gut, also meine These zum heutigen Thema ist, dass die Wohnkosten durch ein Mehr an verfügbaren Grundstücken und dadurch eine größere Anzahl an Wohnungen stabilisiert wird. Wie komme ich zu der Annahme und um was geht es genau?
Wir Salzburger Gemeinnützigen haben in den letzten Jahren leider weniger Wohnungen bauen können, als wir bauen wollten. Und das ist im Wesentlichen dann an zwei Gründen gescheitert. Die zwei Gründe sind erstens die fehlenden Grundstücke und zweitens die stark gestiegenen Baukosten, vor allem in letzter Zeit. Zum Punkt 1 ist es zu sagen, wir haben mit dem neuen Salzburger Raumordnungsgesetz ein Werkzeug bekommen, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und da sind jetzt die Gemeinden in der Pflicht, das auch umzusetzen. Das heißt, konsequent die Raumordnung auszunutzen, die Vertragsraumordnung und auch die neue Widmungskategorie förderbarer Wohnbau. Das bedeutet jetzt in der Praxis, dass größere Grundstücke nur mehr dann umgewidmet werden sollen, wenn im Wesentlichen förderbare Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Und das gilt sowohl von der Widmung in Grünland als auch vom Gewerbe- und Betriebsgebiet in Wohnbauland. Ich darf hier die Stadt Salzburg als Vorreiter nennen, die schon seit Jahren wirklich vorbildlich die Vertragsraumordnung umsetzt. Das bedeutet aber, dass wir das jetzt nicht nur im Mietwohnbau, sondern auch im Eigentumswohnbau umsetzen. Nämlich deswegen, weil die Grundlage und die Basis für leistbaren Wohnbau und für leistbare Eigentumswohnungen bilden günstige Grundstücke. Und zum zweiten Thema, die stark steigenden Baukosten. Da schaut es so aus, dass sowohl die Wohnbauförderung wieder im Miet- als auch im Eigentumsbereich sich an die Gegebenheiten anpassen muss. Danke. Leider ist Salzburg der Mietpreisspitzenreiter. Das belegen die Zahlen der Statistik Austria jedes Jahr wieder. Die Erhebungen der Arbeiterkammer haben ergeben, dass man in den letzten 20 Jahren eine Steigerung der Preise um 60%, also deutlich über der Inflationsrate, hatten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es einfach ein zu geringes Angebot im geförderten Mietwohnbereich gibt. Linz und Wien haben ein doppelt so großes Angebot an sozial gebundenem Wohnraum, also Genossenschafts- und Gemeindewohnungen, als die Stadt Salzburg. Wir haben in Salzburg einen massiven Aufholbedarf, daher fordert die Arbeiterkammer Salzburg auch seit Jahren 1000 Mietwohnungen jährlich. Wie schaut es aktuell aus? Leider läuft es nicht so gut. Zuletzt wurden 2020 gerade einmal etwas mehr als 250 neue Mietwohnungen zugesichert, nach 650 im Vorjahr. Insgesamt haben wir in den letzten 3 Jahren mehr als 1050 Mietwohnungen weniger als im Wohnbauförderungsprogramm geplant zugesichert. Da würde man sich dann eigentlich einmal eine Wohnbauoffensive erwarten im Bereich der Mieten. Gekommen ist mit dem neuen Wohnbauförderprogramm anders. Da wurden sogar die Förderzahlen von 900 auf 700 reduziert. Dabei liegt es nicht am Geld. Das Land hat ausreichend Mittel zur Verfügung, um eine attraktive Förderung für mehr als 1000 Mietwohnungen anzubieten. Die Rückflüsse und der Wohnbauförderungsbeitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern stellen mehr Mittel zur Verfügung, als das Land überhaupt jährlich für den Wohnbau veranschlagt. Ja, daneben braucht es natürlich auch die Gemeinden, dass die erforderlichen Flächen für den geförderten Mietwohnbau bereitgestellt werden. Die Möglichkeiten der aktiven Bodenpolitik sind zu nutzen und die Raumordnungsinstrumente entsprechend im Sinne der Flächenmobilisierung einzusetzen. Ja, zuletzt, was die Entlastung der Mieter am freien Wohnungsmarkt betrifft, da ist der Bund beim Mietrecht gefordert. Wir als AK denken da daran, dass es Obergrenzen bei mehr als 30 Jahren alten, ausfinanzierten Mietwohnungen braucht. Und vor allem eines, weg mit den befristeten Mietverträgen, die setzen die Mieter ständig unter Druck und machen das Wohnen unnötig teurer. Die meisten Ansätze für kostengünstiges Wohnen zielen darauf ab, beim Bauen zu sparen. Das Ergebnis ist eine Bauweise, die nicht nachhaltig ist und Bauwerke, die als gestalterisch verarmt empfunden werden. Die Lösung dieses Problems kann nicht durch ein weiteres Ausdünnen der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausstattung der Bau- und Werkstoffe erfolgen. Unser Hauptproblem
ist heute das Verhältnis oder das Verständnis des Bodens als Ware, was es schlicht und ergreifend nicht ist, weil der Boden keine erneuerbare Ressource und kein x-beliebig vermehrbares Produkt ist. Der nach wie vor sorglose Umgang mit diesem Gut führt, weil begrenzt logischerweise, zur Verteuerung, was sich auch auf die Wohnkosten niederschlägt. Es ist die Umwidmung von Grün in Wohnbauland zur Erweiterung des Siedlungsraumes, der die Kosten für die Allgemeinheit verteuert. Dort, wo es geschieht, müssen daher Mindestdichten eingeführt und solche Siedlungsformen entwickelt werden, die einen Gestaltungsanspruch verkörpern. Damit meine ich dezidiert nicht Parzellierungspläne auf Basis eines Vermessungsplans. Ich illustriere das an einem Beispiel für ein sogenanntes Baulandsicherungsmodell, das ich den Medien entnommen und durch ein wenig Internetrecherche ergänzt habe. Es geht um ein Grundstück von rund 10.000 Quadratmetern, das die Land Invest erworben hat. Konkret kann man für die Errichtung eines Einfamilienhauses auf besagter Fläche, die Sie nun sehen, eine öffentliche Unterstützungsleistung durch direkte Zuschüsse und indirekte Förderungen von locker 100.000 Euro erwirtschaftet werden. Wie das geht, ich zeige es Ihnen. Rund 31.000 Euro spuckt der Förderrechner des Landes Salzburg aus, und zwar als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Auf Basis einer Familie, zwei Ehepartner unter 45, zwei Kinder, 400 Quadratmeter Einzel- oder Doppelhaus, Förderung für Barrierefreiheit. Das kann jeder ausprobieren unter https://wbf-rechner.salzburg.at. Dazu kommt noch eine indirekte Stützung durch das Baulandsicherungsmodell. Dem RSN-Artikel vom 18.02.2021, wo ich die Information entnommen habe, kann man Folgendes nachlesen. Ein Bauwerber bekommt auf besagtem Grundstück von der Gemeinde im Rahmen des sogenannten Baulandsicherungsmodells den Quadratmeter Bauland für 225 Euro. Ortsüblich wären 350 bis 500, durchschnittlich also 420. Heißt, bei einer Parzellengröße, wie im Bebauungsplan dargestellt, von 400 Quadratmeter, dass sich eine Differenz zum ortsüblichen Preis von rund 80.000 Euro ergibt. Macht also zusammen mit der direkten Förderung des Landes eine Unterstützungsleistung von sage und schreibe 111.000 Euro für einen Haushalt. Eine solch derart großzügige Förderung widerspricht meines Erachtens dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und verteuert das Wohnen für alle. Es gibt noch einen anderen Aspekt in dieser Angelegenheit. Die Fachdienststelle 20407 des Amtes der Salzburger Landesregierung gab im Zuge des Umwidmungsverfahrens von Grün in Bauland folgende Stellungnahme ab. Es handelt sich bei den Flächen um, Zitat, besonders hochwertige Böden in Bezug auf die natürliche Bodenfruchtbarkeit und Abflussregulierung. Die Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit ist in diesem Fall grundsätzlich einer Umwidmung vorzuziehen. Ich weiß nicht, wozu solche Stellungnahmen eingeholt werden, wenn sie offenbar keine Bedeutung haben. Die Erhaltung ist grundsätzlich einer Umwidmung vorzuziehen, heißt es dort, und dennoch geschieht genau das Gegenteil. Wen wundert's, dass bei dieser Praxis der Zersiedelung der Talböden, die Talböden voranschreitet? Wenn wir es weitermachen, dann haben wir bald unseren landwirtschaftlichen Produktionsraum dem Boden entzogen. Vermutlich wäre der einfachste Ansatzpunkt, um die Zersiedelung zu begegnen, die Abkehr von der Praxis der Vergesellschaftung der Aufschließungskosten. Die Gemeinden des Landes sind daher dringend angehalten, ihre Siedlungspolitik zu ändern. Es müssen gemeinschaftliche Wohnformen entwickelt werden, Braugruppen forciert werden, die für die Gemeinschaft einen Mehrwert erbringen, weil wir uns das so in Zukunft nicht werden leisten können. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung davon profitiert und weil vor allem wir Qualität in der gebauten Umwelt fördern müssen und nicht die Bodenpreise. Ich habe jetzt nur über das Land Salzburg gesprochen, daher noch ein letzter Satz zur Stadt Salzburg. Da ist die Umsetzung mutiger städtebaulicher Konzepte erforderlich. Die Verantwortlichen sind diesen Überlegungen
sind diese Überlegungen bekannt. Da geht es um die Frage des leistbaren Wohnens, weil diese ist die Voraussetzung dafür, dass sich auch die Wirtschaft in der Stadt wieder entwickeln kann. Das eine gibt es ohne das andere nicht. Die Wirtschaft kann nicht gegen leistbares Wohnen ausgespielt werden und nicht umgekehrt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Leistbares Wohnen erfordert eine Vielzahl an Maßnahmen. Die Kernaufgaben der gewerblichen Bauträger sehe ich darin, Eigentum für unsere Kunden zu schaffen. Die Schaffung von Eigentum ist besonders wichtig. Warum? Weil eine abbezahlte Immobilie im Alter einer Altersarmut entsprechend vorbeugt. In diesem Zusammenhang stellt die Salzburger Wohnbauförderung ein wichtiges Instrumentarium dar. Warum? Sie unterstützt sehr stark die Finanzierung von Eigentum. Wie sehen nun die wesentlichen Preisindikatoren aus? Ich darf Bezug nehmen auf das Thema der Baulandpreise, aber auch auf das Thema der Baukosten. Im Zusammenhang mit den Baulandpreisen ist zu sagen, dass diese entsprechend gestiegen sind. Ich darf eine Studie von Hölzl und Hubner zum Salzburger Immobilienmarkt zitieren, wo die Baulandpreise zwischen 2019 und 2020 um circa mehr als 20% gestiegen sind. Wir stehen in Salzburg derzeit bei knapp 1000 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Zu den Baukosten ist zu sagen, dass diese ebenfalls im Steigen begriffen sind. Der Baupreisindex für Wohnhaus- und Siedlungsbau ist im Zeitraum 2015 bis 2020 um circa das Doppelte gestiegen als der Verbraucherpreisindex. Welche Maßnahmen können nun aus Sicht des gewerblichen Bauträgers für leistbares Wohnen getroffen werden? Aus meiner Sicht ist eine ganzheitliche Betrachtung wichtig, das heißt nicht nur auf die Quadratmeterpreise von Wohnungen zu schauen, was wichtig ist, aber auch zusätzlich auf das Thema der Nebenkosten und das Thema der Betriebskosten. Erster Punkt, Nebenkosten. Bei den Nebenkosten ist zu sagen, dass die Grunderwerbsnebenkosten wie Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr entsprechend sich auf die Kaufpreise niederschlagen. Ein plakatives Beispiel dazu: eine Wohnung um 300.000 Euro verursacht circa Nebenkosten in der Größenordnung von circa 14.000 Euro. Es stellt sich dabei die Frage, sollte man bei der erstmaligen Begründung von Hauptwohnsitz diese Kosten nicht abschaffen oder zumindest abmildern? Zweiter Punkt, Fokus auf die Betriebskosten. Diese haben sich ebenfalls viel stärker entwickelt als der Verbraucherpreisindex. Ich denke, man muss auch da hinschauen. Evaluierung der gesetzlichen Vorgaben und Normen, aber auch der Qualitätsverbesserungen. Ich kann auf eine circa 15-jährige Bauträgererfahrung hier in Salzburg zurückblicken und wir haben in diesen 15 Jahren eine Fülle von Qualitätsverbesserungen, Änderungen im Bereich der Normen, Gesetze etc. gehabt. Diese haben vielfach natürlich zu größeren Qualitäten geführt, haben aber auch die diesbezüglichen Preise erhöht. Auch diese Frage von meiner Seite, kann man da nicht möglicherweise wieder einen Schritt zurück tun oder zumindest in diesem Tempo nicht fortfahren, was letztendlich auch die Kaufpreise erhöht. Vierter Punkt, Bebauungsdichten. Lässt man höhere Bebauungsdichten auf den jeweiligen Grundstücken zu, kann mehr Wohnraum geschaffen werden. Dies führt zu geringeren Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche, nachdem sich Kosten für Aufschließung, Allgemeinflächen etc. einfach besser durchdividieren bei einer höheren Anzahl an Wohnungen. Weiters unterstützt dies auch den sehr wichtigen, sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Fünfter und letzter Punkt, das Instrument der Raumordnungsverträge. Bei einer Umwidmung von Liegenschaften soll ein ausgewogener Mix von geförderten Mietwohnungen, gefördertes Eigentum und frei finanziertes Eigentum geschaffen werden. Dies sind fünf Punkte aus meiner Sicht. Es gibt noch eine Vielzahl an weiteren Punkten. Was ich jedoch auch noch zu bedenken gebe, ist, dass alle diese Maßnahmen wahrscheinlich nur bedingt helfen, nachdem es auch eine starke Nullzinspolitik von Seiten der Europäischen Zentralbank derzeit gibt. Gut, es ist ja nicht so, dass wir im Land Salzburg zu wenig bewohnbare Fläche generell hätten. Wohnungsnot betrifft oder Wohnungsmangel betrifft im Grunde genommen bestimmte Segmente, ja. Aber wir haben im Bundesland Salzburg mehr Wohnfläche denn je. Was wir haben, ist eine Verteilungsdiskrepanz. Also die Wohnflächen sind nicht dort, wo wir sie brauchen, beziehungsweise wo sich die Menschen niederlassen wollen
und die Wohnflächen stehen nicht den Personengruppen zur Verfügung oder offen, die sie benötigen würden. Woher kommt es, wie und wo wir wohnen wollen? Attraktive Wirtschafts- und Lebensräume lösen natürlich Zuzug aus. Ja. Zuzug verknappt das Wohnungsangebot und führt so zu höheren Wohnkosten. Und der Wohlstand, der Lebensstil und die Individualisierung führen zu so etwas wie einem Flächenfraß. Ja. Solange wir die Freiheit haben, unseren Wohnstandort dort zu wählen, wo wir wollen, ist natürlich ein Problem, dass wir dort, wo wir wohnen wollen, nicht unter allen Umständen auch eine leistbare Wohnung vorfinden werden. Wie können wir das jetzt lösen? Was kann man tun? Wir können den Boden nicht vermehren. Wir werden und wollen in Eigentumsrechte nicht eingreifen. Über den Neubau allein werden wir es nicht lösen. Das heißt also, es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass wir zum einen den Bestand optimal nutzen. Bestand optimal nutzen heißt, wir brauchen mehr Personen pro Quadratmeter Wohnfläche. Wir brauchen geteilten Wohnraum. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die eine Fluktuation, einen Wechsel zwischen Wohnungen erleichtern, je nachdem, wie groß jetzt gerade die Gruppe, die Familie, die Personenanzahl ist, die einen Wohnraum beansprucht. Es sollten bedarfsorientierte Anpassungen möglich sein. Das heißt also, Starter- oder Restarter-Wohnungen, das heißt, also, wenn mir die Wohnung zu klein wird, das ist alles nichts Neues, ja, dann ganz einfach auch in eine größere zu wechseln, aber auch umgekehrt. Leerstandsaktivierung ist ein Stichwort, an dem arbeiten wir uns seit Jahren ab. Verbote werden es alleine nicht schaffen. Es geht um finanzielle Anreize und um Lenkungsinstrumente, zum Teil auch um rechtliche Vereinfachungen bei der Aktivierung von Leerstand. Es geht um Innenverdichtung. Innenverdichtung heißt im Grunde genommen, den Wohnraum, den wir bereits haben, in mehrere Wohneinheiten aufzuteilen, das heißt mehr Wohneinheiten pro Objekt, das heißt erweiterte Haushaltsgrößen. Wir müssen im Grunde genommen ein bisschen von diesem ganz klassischen Zwei-Generationen-Vater-Mutter-Kind-Modell, später alleinlebendes Ehepaar, später alleinlebender, übergebliebener Ehepartner, ein bisschen weg, das heißt neue Wohnformen am Anfang und am Ende unserer Wohnbiografien, altersgemischte Wohngruppen oder Wohngemeinschaften, ja, Modelle, auch das nicht neu, Wohnen für Hilfe. Und was aus meiner Sicht völlig fehlt momentan, das ist seniorengerechtes Wohnen, sehr verdichtet in Alterswohngemeinschaften, wo man Pflegestufe 1 und 2 Personen unterbringen, die ganz einfach nicht mehr alleine leben wollen und können. Nachverdichtung ist ein Gebot der Stunde, das heißt mehr Quadratmeter pro Parzelle zulassen, das heißt in Salzburg vor allem auch, dass wir ein bisschen diese Dichtephobie bekämpfen. Bauland, das es verträgt, darf durchaus auch von mehr Wohneinheiten besiedelt werden, ohne dass in der Nachbarschaft, in der Umgebung sofort von einem sozialen Brennpunkt gesprochen wird. Urbanität heißt ganz einfach auch mehr Menschen auf kleineren Flächen. Wir brauchen möglicherweise wieder eine Form der Dezentralisierung. Das heißt also, nicht alle Leute in den Zentralraum übersiedeln, wo die Arbeitsplätze sind, sondern möglicherweise auch wieder die Arbeit und das Wohnen stärker verschränken. Homeoffice, das gute alte Modell der Betriebswohnungen wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, mehr Fläche zu schaffen, und dann kommt in meiner Hierarchie der Neubau, weil über Neubau, also wir werden sie nicht in die Luft hängen können, die neuen Objekte, über Neubau alleine werden wir es nicht schaffen. Mein heutiges Statement zu dieser Veranstaltung, Wohnen für alle, und zwar leistbar, dauerhaft und inklusiv, ist realisierbar. Die BAWO, der Bundesdachverband der Wohnungslosenhilfe in Österreich, hat dazu ein Positionspapier erarbeitet, und zwar unter Mitwirkung einer sehr breiten Expertise aus den Feldern Wohnrecht, Wohnbau, Wohnungswirtschaft, Soziales, auch aus der Wissenschaft. Und die darin formulierten Strategien und Maßnahmen sind ebenso umfassend und auch vielfältig.
Ja, Wohnungslosigkeit an sich ist multikausal, aber nehmen wir zunehmend Strukturdefizite wahr. Wie schaut die Situation in Salzburg aus? Was sehen wir da? Es sind die hohen Wohnkosten, die stehen diametral zu den niedrigen Einkommen und verschärfen Risiken. Zwar die Risiken, wohnungslos zu werden, selbst ganz normale oder ganz gewöhnliche Lebensereignisse, wie wir sie kennen, wie zum Beispiel Trennungen oder auch der Pensionsantritt, kann schon zu gröberen Problemen führen, weil sie eben dadurch Wohnkostenbelastungen erhöhen aufgrund veränderter Haushaltsbedarfe oder eben Haushaltseinkommen reduzieren. Ja, im letzten Jahr haben sich in Salzburg über 2000 Personen an die Beratungseinrichtungen der Sozialen Arbeit GmbH gewandt. Das sind Personen, die Schwierigkeiten haben, den Wohnraum zu halten, diesen bereits verloren haben oder sich in ungenügenden und ungesicherten Wohnverhältnissen befinden. Sie alle sind auf die Verfügbarkeit und auch den Zugang zu leistbarem Wohnraum angewiesen. Ja, jetzt komme ich zurück nochmal zum Eingangsstatement. Was braucht es für ein Gelingen? Jedenfalls braucht es ein Zusammenspiel aller relevanten Akteurinnen aus dem Themenfeld Wohnen und auch in allen politischen Kompetenzfeldern. Was es aber vor allem braucht, ist ein gemeinsames Verständnis von Wohnen als Grundrecht und als Gemeinwohlagenda und letztendlich dann den Mut zur Veränderung. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum, wie versprochen, Live-Part der heutigen Veranstaltung, des heutigen Wohnbausymposiums. Links und rechts von mir haben schon die Damen und Herren, die Diskutanten, Platz genommen, die jetzt in der nächsten circa halben Stunde miteinander, zueinander, übereinander, untereinander diskutieren werden. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, zu Ihrer Linken, bitte das jetzt nicht politisch zu sehen oder zum Teil auch, aber eben nicht nur, sehen Sie ganz links Barbara Unterkofler, ÖVP Stadt Salzburg, Bürgermeister, Stellvertreterin und Stadträtin für Stadtplanung und Verkehr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken auf der zweiten Seite, Andrea Brandner, Clubvorsitzende SPÖ Gemeinderatsclub. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und Sie sind sehr kurzfristig eingesprungen. Ursprünglich eingeladen war Stadträtin Anja Hagenauer, Stadträtin für Soziales, das ist auch die Dame, die im Programm zu sehen war. Also vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben. Gerne. Jetzt geht es nach der Stadt mit dem Land weiter. Zu meiner Linken und zu Ihrer Rechten auch wieder bitte nicht politisch zu nehmen. Andrea Klambauer, die Sie heute schon gesehen haben, NEOS Land Salzburg Landesrätin für Wohnen und Josef Schweiger, ÖVP Land Salzburg Landesrat für Raumordnung. Vielen Dank auch Ihnen beiden fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ich würde gerne mit einer sehr einfachen Frage anfangen, weil ich bei den Briefing-Telefonaten, wo wir uns unterhalten haben, im Vorfeld des heutigen Tages gemerkt habe, dass da die Antworten auf diese sehr simple Frage sehr unterschiedlich ausfallen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Thema Wohnen in Salzburg? Frau Unterkofler, ich fange mit Ihnen an und dann gehen wir einmal so durch. Ja, das Wohnen ist sicher eines der zentralen Themen und wir sehen es bei jedem Wahlkampf, das ist wohl eben das, was die Menschen bewegt. Sie wollen ihre eigenen vier Wände, sie wollen eine schöne Mietwohnung haben. Ist natürlich in Salzburg schwierig, weil wir auch nur sehr wenig Grund und Boden mehr in der Stadt zur Verfügung haben. Auch die Mittel, die der Stadt oder den Gemeinden zur Verfügung stehen, sind wichtige, sie sind natürlich begrenzt, aber sie sind wichtige im Sinne der Bodenpolitik. Ich glaube, grundsätzlich gehen wir einen guten Weg, aber es ist, die Rahmenbedingungen machen es uns nicht leicht. Wir haben das Thema der Niedrigzinspolitik, wir haben ein wunderschönes Umfeld, jeder will nach Salzburg in die Stadt kommen. Das alles macht es uns nicht gerade leicht, aber wir versuchen dagegen zu steuern mit den Mitteln, die wir haben. Ich glaube, wir gehen einen guten Weg, aber wir müssen natürlich noch besser werden und noch in die Menge auch kommen, was den förderbaren Wohnbau anbelangt.
Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, nicht nur das Mehr an Schaffung von Wohnraum, sondern die richtige Verteilung. Dankeschön. Frau Brandner. Ich war die, glaube ich, die im Vorgespräch gesagt hat, ich bin nicht so zufrieden. Das muss ich jetzt differenzieren. Die Menschen wohnen gerne in Salzburg. Es ist eine tolle, schöne Stadt. Aber was mir persönlich oder auch uns generell eine große Sorge macht, sind diese Preise. Wir haben es jetzt in den Vorberichten ja gesehen, wenn wir aktuell Mietpreise in der Stadt Salzburg von 12 Euro haben, also im privaten Mietsektor oder auch im GBV-Sektor 8 Euro, das ist der höchste Wert in ganz Österreich. Dasselbe beim Eigentum. Wir wissen, dass die Eigentumspreise, die Quadratmeterpreise im Eigentumssektor davon galoppieren. Ganz, ganz schwierig, nachdem wir, wie gesagt, Menschen auch ins Eigentum drängen, auch die Notwendigkeit oder auch den Wunsch haben, sich Eigentum zu schaffen. Aber ich das sehe, dass das kaum mehr für mittelständische Familien leistbar ist. Das Problem, was auch in den Vorberichten ja angesprochen worden ist, dass gerade die gemeinnützigen Organisationen, die günstigen Wohnraum schaffen, der ja auch preisdämpfend für den allgemeinen Mietpreis wirkt, nur mehr aktuell 10% der neue Bauten machen. Also ich glaube, da sind wir am falschen Weg. Wir brauchen viel mehr geförderten Mietwohnbau, wir brauchen viel mehr geförderten Eigentumsbau auch. Und ich sehe natürlich auch, dass wir das Problem haben des Grund und Bodens. Und da müssen wir als Politik einfach aktiv eingreifen. Es war auch in vielen Wortmeldungen der Berichte zu hören. Aktive Bodenpolitik. Wir dürfen das nicht dem Markt überlassen, denn dann sind wir wirklich so, wie Sie im letzten Interview gesagt haben, wir sind machtlos, wir sind nicht machtlos. Wir müssen uns einfach trauen, da gewisse Wege zu beschreiten, um auch die die Grundpreise in einem vernünftigen Rahmen zu halten, dass die Gemeinnützigen einfach wieder das tun können, was sie zu tun haben, nämlich günstigen oder leistbaren geförderten Bau zu finanzieren. Also das würde ich mir viel mehr wünschen und glaube, wäre viel mehr notwendig. Dankeschön. Wir weiten den Blick jetzt geografisch ein bisschen aufs gesamte Bundesland. Frau Klambauer, Ihre Zufriedenheit in ein paar Worten. Einerseits wird sehr viel gebaut. Also wir sehen über die letzten 10 Jahre jedes Jahr über 3000 neue Wohnungen, die gebaut werden. Das heißt, wenn jede Wohnung wirklich bewohnt wird im Hauptwohnsitz oder vermietet wird, hätten wir kein Problem. Aber wir sehen die steigenden Preise und damit kann man nicht zufrieden sein. Wir haben heuer werden wir 800 Wohnungen im geförderten Wohnbau übergeben. Insofern muss ich eine Zahl korrigieren. Die 10% betreffen die Vermietungen. Also es gibt viel mehr Wechsel im freien, im privaten Wohnungsmarkt. Bei den Neubauten eben, wie gesagt, 800 von den 3000 sind im geförderten Wohnbau, die allermeisten davon als Mietwohnungen. Aber natürlich, die steigenden Preise im Eigentum machen uns alle Sorgen. Die steigenden Preise, es beginnt bei den Grundkosten, bei den Baukosten, es spielen globale Effekte mit hinein. Wir sehen es bei den Ressourcen, die immer teurer werden. Wir sehen es aber auch natürlich bei der Zinspolitik, die ganz stark befeuert, dass Menschen einfach ihr Geld anlegen wollen ins Eigentum. Und da brauchen wir natürlich einen sozialen Ausgleich, damit es in Zukunft auch leistbar bleibt. Dankeschön. Herr Schweiger, Ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Ich kann allen dreien jetzt zumindest zum Teil oder Großteil recht geben. Dass Salzburg immer teuer sein wird, hängt schon am Namen Salzburg. In einer Stadt und in einem Land, das eigentlich die ganze Welt kennt, ist natürlich ein Zweitwohnsitz oder sonst irgendetwas in diesem Bundesland hochattraktiv. Das hat uns am Land zum Teil Probleme gemacht, aber diese Probleme, die haben wir allmählich jetzt im Griff, dass nicht so viel ins Ausland geht oder in Richtung ausländische Besitzer. Wir müssen sehen, dass wir nicht über Holländer und dergleichen diskutieren müssen, sondern es sind sehr viele Anleger, oftmals im Kapital immer noch betrachtet Kleinanleger, die sich um eine Immobilie in Salzburg schauen. Und da verschwinden plötzlich Wohnungen, die zwar gekauft werden, aber gar nicht vermietet werden. Die werden dann aufbehalten für die Enkel oder für andere Zwecke.
manchmal vielleicht illegal ein bisschen Zweitwohnverwendung, aber das ist nicht das wirkliche Problem. Die Wohnungen, die gekauft werden, kommen zum Teil nicht auf den Markt. Und wir können bauen, bauen, bauen. Es wird, wenn das so bleibt, immer zu wenig sein. Und es ist nicht eine Frage der Mengen, das haben wir schon gehört von der Frau Vizebürgermeister, sondern es ist eine Frage, wie wir damit umgehen. Und eines ist klar, wir müssen aufhören damit, zusätzlichen Wohnraum in größerer Menge auf Grünland, auf umgewidmetem Grünland, das dann Bauland wird, zu schaffen, wo dann pro Hektar vielleicht 35 Menschen wohnen, sondern wir müssen in die innere Verdichtung gehen. Und die hat in der Stadt Salzburg noch ein enormes Potenzial, aber auch am Land. Wir haben jetzt in der Baugesetznovelle, die bereits in Begutachtung war, die Möglichkeit auf Supermärkten, auch mit der Belohnung, wenn Sie die doppelte Wohnfläche über den Supermarkt schaffen, bis maximal 1000 Quadratmeter Geschäftsfläche auszudehnen. Das ist ein enormer Hebel und ich bin überzeugt, dass wir da noch einiges bewegen werden, nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land. Wir haben die Möglichkeit, im Betriebsgebiet Wohnungen zu machen. Ich bin überzeugt, dass das eine Möglichkeit ist, die von den Gemeinden genutzt wird. Wir müssen schauen, dass Zweitwohnungen, die zum Teil wieder zurückkommen auf den Markt, als Hauptwohnsitze zur Verfügung stehen, weil eine Zweitwohnung kann nur laut Gesetz ein direkter Erbe in der direkten Linie bekommen. Ist das nicht der Fall, fällt er automatisch in die Vermietung und nicht als Zweitwohnsitz, sondern als Hauptwohnsitz. Das heißt, wir haben viele, viele Instrumente und auch geschaffen. Wir haben, was die Stadt so wunderbar nützt, die Widmung des förderbaren Wohnbaus. Fast nur die Stadt, noch zu wenig in den Landgemeinden oder in den Zentren der politischen Bezirke. Und weitere, man will es nicht alle aufzählen. Wir müssen diese Instrumente nutzen, die wir haben, intensiver nutzen. Wir müssen über weltanschauliche Schatten springen. Wohnen hat nichts mit Weltanschauung zu tun, sondern es ist ein Grundbedürfnis, das alle politischen Gruppierungen verfolgen, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber so unterschiedlich sind sie auch wieder nicht, weil sie sind zumindest sehr ähnlich. Wenn wir das tun, was wir tun können bereits, dann ist wahrscheinlich vielen Salzburgerinnen und Salzburger in der nächsten Zeit schon sehr geholfen. Dankeschön, das klingt schon fast nach einer Schlussrunde, aber so weit sind wir noch nicht. Sie haben angesprochen, es gibt unterschiedliche Instrumente und diese unterschiedlichen Instrumente und diese unterschiedlichen Schrauben, an denen wir drehen, würde ich gerne in die Runde zurückspielen. Bleiben wir doch gleich bei dem Begriff Leerstandsabgabe. Sie haben den Leerstand angesprochen, Herr Schweiger, das ist so ein bisschen das Damoklesschwert über der Immobilienbranche, auch über den Eigentümern, die aus welchen Gründen auch immer Wohnraum zurückhalten. Diskutiert wird darüber in ganz Österreich schon sehr lange. Ich weiß nicht, wie intensiv die Diskussion in Salzburg abläuft. Was gibt es da für Ansätze, was gibt es da für Hoffnungen für mögliche Zeitfenster? Wer möchte starten? Frau Brandner. Darf ich starten? Ja, also auch Kollegin Unterkofler hat es angesprochen. Also die Nutzung ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Wie wird der Wohnraum auch genutzt? Wie ist er richtig genutzt? Ist er räumlich oder zeitlich richtig genutzt? Und da haben wir einerseits diese Riesenproblematik mit dem Leerstand. Laut einer SIR-Studie stehen in der Stadt Salzburg zwischen 3.000 und 10.000 Wohnungen leer. Genau weiß man es ja nicht einmal. Also das ist ja schon das eine Problem. Aber das Fatale ist, dass diese Sachen, also diese Wohnungen nicht am Wohnungsmarkt sind und somit auch noch einmal den Druck erhöhen auf Menschen, die Wohnungen zur Miete oder auch zu anderen Nutzungen also benötigen. Das Zweite, was auch ein Thema bei uns in der Stadt ist, ist ja diese touristische Fremdnutzung von Wohnungen. Wir haben in der Stadt aktuell 900 Wohnungen, die auf diversen Plattformen für touristische Nutzung angeboten werden. Auch da wissen wir zum Teil nicht, ist das überhaupt legal, dürfen die das überhaupt? Es sind auch nicht alle registriert. Also das ist auch eine weitere Stellschraube, um Wohnraum für den normalen Wohnungsmarkt wieder zurückzugewinnen.
Denn wir wissen eines, eine Wohnung, die einmal über Airbnb oder jede zweite Wohnung, die über Airbnb vermietet worden ist, kommt nicht mehr auf den Markt zurück. Also da haben wir viele Möglichkeiten oder einige Möglichkeiten und da müssen wir ganz genau hinschauen, dass wirklich oder das Problem, die Problematik, wo viele Alleinstehende in viel zu großen Wohnungen wohnen, weil sie kein anderes Angebot haben. Da wird es wahrscheinlich mit betreubaren, betreuten Wohnungen vermehrt jetzt auch in einem Seniorenwohnhaus Nondal, wo man versucht jetzt Menschen, die alleine in großen Wohnungen sitzen, ein Angebot zu machen, um diesen großen Wohnraum freizumachen für die Leute, die den wirklich brauchen. Also, Entschuldigung. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Sie haben alle so einen langen Atemzug. Frau Unterkofler, wenn ich mir das letzte Corona-Jahr anschaue und Zweitwohnsitze, die schon angesprochen wurden, auch unterschiedliche Plattformen für touristische Zwecke. Hat sich da in den letzten 12 Monaten in Salzburg irgendwas getan? Ist irgendeine Wohnung wieder auf den Wohnungsmarkt zurückgekommen? Also ich muss ganz, wenn wir über Leerstand und über Airbnb jetzt sprechen, dann möchte ich ganz klar sagen, das sind Wohnungen, die nicht im förderbaren Wohnbausegment zur Verfügung stehen. Das heißt, die Wohnungen, die wir da frei, die wir vielleicht wieder am Markt zurückbekommen, sind Wohnungen am freien Markt. Ich sehe es als Aufgabe der Politik und wenn wir über aktive Bodenpolitik sprechen, vor allem jetzt auf Ebene der Gemeinde und der Stadt, dass wir schauen, wie schaffen wir im förderbaren Segment viel zu machen. Das heißt nicht, dass wir nicht schauen sollen, dass Airbnb fälschlicherweise ohne Registrierung etc. funktioniert, aber das wird das Wohnproblem nicht lösen. Das Wohnproblem liegt daran, dass wir zu wenig noch im förderbaren Wohnbereich haben. Ja, da gehe ich noch gar nicht ein, ob Miete oder Eigentum, sondern es geht um den förderbaren Wohnbau. Und da sage ich, das Wichtigste ist, und das machen wir in der Stadt, jede Umwidmungsfläche, die wir, seit ich für diesen Bereich zuständig bin, seit knapp 2 Jahren, jede Fläche, die wir bisher umgewidmet haben, widmen wir, also von Grünland oder Gewerbegebiet in Bauland wohnen, widmen wir in die Widmungskategorie förderbarer Wohnbau um. Da kriegen wir Wohnraum, der wirklich für die Menschen zur Verfügung steht, die am freien Markt sich schwer tun, eine Wohnung zu finden. Und das ist die Aufgabe der Politik. Gleichzeitig habe ich vorgegeben, wenn wir, das ist nämlich der zweite Hebel, das eine ist die Möglichkeit einer Umwidmung. Und wie kommen wir sonst zu mehr Wohnraum? Das ist die Möglichkeit der Dichteerhöhung, der Aufzunähung. Wenn wir die Dichte erhöhen, dann muss wiederum dieses Mehr an Dichte zu 75% im öffentlichen Interesse, sprich zumeist für den förderbaren Wohnbau, vielleicht auch Kindergarten etc., zur Verfügung stehen. Das sind die Hebeln, damit wir hier zu einem höheren Anteil kommen. Leerstand, ich sage es nur nebenbei, Leerstand ist an sich jetzt nichts Illegales. Das Problem ist natürlich das Thema der Anleger, dass damit sozusagen Wohnraum, aber vor allem im freien Markt verloren geht, aber nicht uns wirklich weiterhilft im Bereich des förderbaren Sektors. Dankeschön. Sie haben die Verdichtung angesprochen und damit komme ich zum Land. Ich denke mir, wenn Wohnraum teuer wird, wenn Wohnraum knapp wird, dann muss man sich nach neuen Wohngrundstücken umschauen. Sie haben gesagt, das Wohnen auf Gewerbeflächen, also man kann auch kreativer sein. In Innsbruck, in Wien wird das schon langsam gehandhabt. Was gibt es für Möglichkeiten, an neue Grundstücke heranzukommen, an die man vielleicht nicht gedacht hat und vielleicht auch an innovative Baurechtsformen, an Baurecht, an Erbpachtrecht, was auch immer? Also natürlich, das verdichtete Wohnen war mir immer ein großes Anliegen, weil wir mal zum einen überlegen müssen, wie können wir die Grundstücke bestmöglich nutzen. Und da ist natürlich das verdichtete Bauen ein Schlüssel dazu. Es hängt auch immer dann natürlich Wohnen mit Verkehr zusammen. Das muss man auch immer gemeinsam denken, dass wir eine gewisse Dichte brauchen, um auch öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. Aber im Bereich des Wohnbaus achten wir sehr darauf, dass wir diese zersiedelten Wohnformen haben wir extrem zurückgefahren im Bereich der Wohnbauförderung und fördern eben verstärkt den mehrgeschossigen Wohnbau, den verdichteten Wohnbau und sowohl in Miete als auch im Eigentum. Und das greift genau dorthin im Sinne dessen, dass förderbarer Wohnbau immer für Hauptwohnsitz genutzt wird, sowohl in Miete als auch in Eigentum. Insofern braucht es das. Ich möchte auch noch aufgreifen, dass es eben diese Instrumente, die in der Stadt sehr gut genutzt werden, müssen wir auch in den ländlichen Raum bringen. Das ist genau diese Vertragsraumordnung, dass wir auch schon vorgeben, wie diese Grundstücke, die von Grünland umgewidmet werden, letztlich genutzt werden und bebaut werden.
Diese innovativen Wohnformen gibt es natürlich auch in Salzburg. Das heißt, neue Supermärkte werden eigentlich immer überbaut. Das kommt jetzt nicht mehr vor, diese Flächenverschwendung. Da müssen wir eben schauen, dass wir attraktive Lösungen finden, so wie es jetzt mit dem neuen Gesetz ist, damit eben auch bestehende Supermärkte beispielsweise überbaut werden. Dankeschön. Raumordnungsnovelle, die ja auch sehr stark damit zu tun hat, wie in Zukunft auf Handels- und Gewerbeflächen gewohnt werden kann. Wie weit ist die? Was sind damit für Hoffnungen und Erwartungshaltungen verknüpft? Ja, die Novelle war in Begutachtung. Es gibt jetzt ein Stillhalteabkommen, 3 Monate. Das hat aber nicht Salzburger Gründe, sondern rechtsstaatliche Gründe. Und dann werden wir vor dem Sommer noch im Landtag dieses Gesetz beschließen können. Ich habe mir die Rückmeldungen der Begutachtungen angeschaut. Also die sind sehr einförmig. Da sind nicht große Differenzen. Also in einem wirklich für so ein großes Gesetzespaket, wo 5 Gesetzesmaterien angesprochen worden sind, ist es wirklich wenig. Wir werden aber die Rückmeldungen, die wir jetzt nicht einbauen können, weil sie nicht unmittelbar Gegenstand dieser Novelle sind, auch künftig verfolgen. Wir haben in Bälde einen runden Tisch, wo wir alles und alle Parteien zusammentrommeln und sagen, das sind Ideen, welche verfolgen wir in unmittelbar nächster Zeit und welche müssen noch ein bisschen warten. Ich kann nur sagen, diese Raumordnungsnovelle hat wirklich ganz elementare, gerade mit Überbauen. Das ist etwas, ich bin eigentlich studierter Universität für Bodenkultur. Wie wir mit Grund und Boden umgehen, das geht auf Dauer ganz einfach nicht. Und wir haben Verdichtungsmöglichkeiten nicht nur in der Stadt, sondern auch in den ländlichen Gemeinden. Und zwar ein enormes. Ich bin überzeugt, dass wir derzeit an Instrumentarien ausgestattet sind, bis hin zum Bauen für die Jungen, also Start- und Übergangswohnungen. Wer kann sich in Salzburg zum Berufseinstieg denn eine Wohnung mit 50, 60 Quadratmeter Wohnung größer leisten? Das ist beinahe undenkbar. Unter 700 Euro gibt es nichts. Der Median des Einkommens ist um die 1850 brutto. Und wenn man dann netto rechnet, sind es um die 1400 Euro. Und 700 ist die Hälfte von 1400. Und gerade diese Start- und Übergangswohnungen, wo Zweizimmerwohnungen bis 45 Quadratmeter und Dreizimmerwohnungen bis 65 Quadratmeter, überwiegend im Mietbereich, da kann man tatsächlich beginnen, das Leben so zu gestalten, dass nicht Mama und Papa im unmittelbaren Umfeld ist. Das ist wichtig. Der Mensch muss selbstständig werden und wenn er nicht selbstständig wird, dann wird er wahrscheinlich auf Dauer nicht selbstständig sein. Und wenn wir diese Kategorie von Menschen, die wir so dringend brauchen, gerade im ländlichen Raum, nicht die Chance bieten, dann haben wir jedes Problem. Und auch da schaffen wir jetzt die Möglichkeit, sehr günstiges Wohnen als Übergang, nicht als Dauerwohnen, das ist nicht für das ganze Leben, sondern Übergang, das steckt ja im Namen, für eine bestimmte Zeitphase, für die Jungen und für diejenigen, die aus einer bestimmten Lebenssituation heraus dringend Wohnraum brauchen. Und das wissen wir ungefähr, warum das sein kann. Herr Schweiger, und das ist notwendig. Dank. Ich muss jetzt kurz unterbrechen. Sie haben jetzt eine kurze Kalkulation gemacht, was die Hälfte wovon ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon über der Hälfte der Diskussion. Deswegen würde ich Sie ein bisschen bitten, ein bisschen kürzer zu sein. Es gibt noch wichtige Themen, die ich mit Ihnen kurz dran nehmen möchte. Räumliches Entwicklungskonzept. Das, was in Wien der Stepp ist, ist in Salzburg das räumliche Entwicklungskonzept. Es gibt eines, das ist schon ein bisschen alt und da kommt auch Wohnen vor, aber es kommt ein bisschen wenig vor. Was tut sich da und kommt im nächsten räumlichen Entwicklungskonzept mehr Wohnen vor? Das räumliche Entwicklungskonzept ist gerade in Ausarbeitung. Wir sind gerade dabei, eine Vision für dieses räumliche Entwicklungskonzept zu erstellen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir hier mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Stakeholdern gemeinsam an dieser Vision für Salzburg, wo wollen wir in 25 Jahren stehen, wir müssen jetzt 25 Jahre vorausschauen, das ist eine sehr lange Zeit, wo wollen wir hin, das geht nur gemeinsam. Und wie gesagt, während Corona ist das nicht ganz so leicht, aber wir versuchen, dass wir hier wirklich einen gemeinsamen Weg gehen und hier an diesem räumlichen Entwicklungskonzept hoffentlich bis Ende 2022 soweit fertig sind. Das ist jetzt das Ziel.
Da kommt Wohnen, das räumliche Entwicklungskonzept, natürlich kommt da Wohnen vor, weil es um die Aufteilung des Raumes geht und die Nutzung. Klar kommt Wohnen vor, Wohnen ist ein zentrales Element, Wohnen für alle wird einer der Leitsätze sein. Das haben wir, so weit sind wir schon. Also da sind wir, glaube ich, auf einem guten gemeinsamen Weg. Dankeschön. Darf ich Sie noch kurz weitergeben? Danke. Ja, wir waren ja auch bei einem gemeinsamen Termin, wo wir gemeinsam das räumliche Entwicklungskonzept, also über die Fraktionen übergreifend, gemeinsam diskutiert haben. Also ich würde mir das in vielen Themen wünschen, auch die anderen Fraktionen mitzunehmen, gemeinsam zu diskutieren. Wir bringen uns da gerne ein und natürlich muss ein Ziel sein, so viele Flächen wie möglich auch für den geförderten Mietwohnbau nach dem REK zur Verfügung zu haben. Und ein Riesenproblem, das wir haben, natürlich in der Stadt, diese Flächen neu bewerten, neu nutzen zu können. Ganz kurze Ergänzung noch. Wir haben natürlich immer das Thema der Flächenknappheit. Ganz wichtig ist, und ich glaube, darauf werden wir uns fraktionsübergreifend einigen, dass wir die Grünlanddeklaration weder in ihrer Quantität noch in ihrer Qualität angreifen werden. Das heißt, dann sind wir aber auch ein bisschen eingeschränkt und dann geht es darum, auch nicht zuletzt sich zu überlegen, wie mobilisieren wir welche Grundstücke können wir umwidmen? Wo lässt sich quasi auch zum Teil über Mindestdichten, da sind wir bei Überbauungen und so weiter, einen Hebel ansetzen? Und wir haben jetzt in der Stadt eine sehr, sehr kleinteilige Struktur. Das heißt, die Hälfte des Wohnbaus sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Das ist also ganz anders wie in anderen Städten. Und da wird es daran gehen, da brauchen wir noch gar die Dichte, die jetzt da, die möglich wäre, noch gar nicht erhöhen, sondern es geht darum, die dichte Reserven auszuschöpfen. Und da braucht es viel Information. Dort schaffen wir zwar auch keinen förderbaren Wohnraum, aber oft über Familien schaffen wir ja schon einen förderbaren Wohnraum, nämlich weil vielleicht Eltern ihren Kindern zu anderen Konditionen oberste Stockwerk etc. zur Verfügung stellen. Also insofern ist da viel zu tun. Das sind so die drei großen Hebeln, glaube ich, wie wir. Dankeschön. Ich mag mich auf den Vortrag von Barbara Russmann beziehen, die in ihrem Ausblick gesagt hat, sie könnte sich vorstellen oder sie würde plädieren für ein einheitliches bundesweites Mietrecht für alle Objekte. Frau Klambauer, als Landesrätin für Wohnen, auch wenn Sie jetzt sozusagen fürs Land zuständig sind und nicht für den Bund, wie realistisch oder wie zielführend, wie machbar wäre so ein wirklich einheitliches Mietrechtsgesetz, das nicht mehr zwischen Altobjekten und Neuobjekten unterscheidet, wo es vielleicht Hebel gibt, wo man die Befristungsproblematik in den Griff kriegt etc.? Natürlich, also es braucht definitiv Reformen, sowohl beim Mietrecht als auch zum Beispiel beim beim Eigentumsgesetz im Sinne dessen, dass wir große Probleme haben, beispielsweise bei der Sanierung von Eigentumswohnungen, weil man die Zustimmung aller Eigentümer braucht. Das ist ja auch eines dieser großen Themen. Wir müssen die Wohnungen, die schon im Bestand sind, die es gibt, attraktiv halten, dass die bewohnt bleiben. Dazu gehört beispielsweise Sanierung. Und da brauchen wir leichtere Möglichkeiten, dass solche Wohnungen, eben auch Eigentumswohnungen, saniert werden können in der Gemeinschaft der Eigentümer, wo es dann nicht dran scheitert an einzelnen Wohnungen, die dagegen sind. Und auch beim Mietrecht braucht es natürlich Reformen, auf die wir schon lange warten und wo sich leider zu wenig tut. Dankeschön. Ein Thema, das ich jetzt noch ansprechen möchte, Herr Schweiger, ich starte mit Ihnen und dann gehen wir einmal die Runde durch, ist ökologischer Fußabdruck und Dekarbonisierung. Wir leben alle auf einem relativ ökologischen Fußabdruck. Ich habe mir meinen mal ausgerechnet und mir ist schlecht geworden. Als Privatperson würde ich mir eine Schulnote von 2 bis 3 geben. Als Journalist gebe ich mir eine Schulnote nicht genügend. Das war ein glatter Fetzen, was da rausgekommen ist. Gehen wir mal ganz kurz durch, wie schätzen Sie Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck ein? Welche Schulnote würden Sie sich persönlich geben in Ihrem Leben? Einmal 5, also 4 Schulnoten quer durch. Ich war lange Zeit in meinem Leben Lehrer und ich würde mir ein glattes Gut geben. Ein glattes Gut, danke. Was Wohnen betrifft, gut ist, ich wohne in einem alten Haus, das sozusagen wo sehr ressourcenschonend, weil es ja schon bestanden ist. Der Nachteil ist auch wieder die Mobilität, einfach weil ich ein Auto brauche, um in die Arbeit zu kommen. So geht es vielen. Ich denke oft, viele wohnen im Passivhaus und haben aber eine Doppelgarage. Also ich glaube, im Bereich des Wohnens wird sehr viel getan für die Zukunft, CO2 minimierend, aber wir brauchen den Verkehr dazu.
Danke. Also Note befriedigend. Danke. Ihre Schulnote? Ich glaube, ich hätte mir auch ein befriedigend gegeben. Ich wohne zwar in einem neuen Haus, heize mit Erdgasheizung, weil das halt damals oder vor 25 Jahren so war. Versuche aber viel mit dem Fahrrad zu fahren oder mit dem Bus, das in der Stadt durchaus möglich ist, auch die Wege mit öffentlichem Verkehr oder Rad zu machen. Aber natürlich fahre ich auch mit dem Auto. Dankeschön. Ihre Schulnote? Ich wohne in einem Haus mit Erdwärme. Wir heizen mit Erdwärme. Das ist sicher sehr positiv. Ich versuche mit dem Fahrrad zu fahren, solange es nicht wie aus Kübeln schüttet. Aber ich sage mal, was ich sehr gern mache, ist Reisen. Dass diese Mobilität auch über die Grenzen hinweg im Moment zwar nicht möglich, aber das möchte ich mir auch ungern nehmen lassen. Und das ist einfach, da ist vieles, sage ich mal, mit der Bahn auch noch nicht wirklich so zu bereisen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, gerade von Stadt zu Stadt. Also wahrscheinlich, wenn ich das Reisen dazu, ja, 2 bis 3 würde ich mir schon geben. Danke sehr. Dann schauen wir jetzt, wie wir diese Schulnoten, die ja bei Ihnen allen kein sehr gut sind, verbessern können. Stichwort Dekarbonisierung, Stichwort Green New Deal. Bis 2050 will man EU-weit die Architektur und die Baubranche dekarbonisieren. Geothermie haben Sie schon angesprochen. In Österreich, das die Klimaziele bis jetzt nicht immer so ganz wunderbar erreicht hat, hat man noch mehr Stress, da will man den Green New Deal schon bis 2040 erreichen, also ab jetzt 19 bis 20 Jahre. Wie wird das gelingen? Im Neubau mache ich mir weniger Sorgen. Große Sorgen mache ich mir im Bestandsbau. Fossile Energielieferanten, was gibt es da für Ansätze? Herr Schweiger, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Also ich kenne viele, die der Politik so viele Ratschläge geben. Und genau bei diesem Thema, wenn man dann genauer hinschaut, diejenigen sind, die im Einzelnen, wenn es den Einzelnen trifft, dagegen sind. Wenn ich mir die Windkraft in Salzburg anschaue, 80% sind dafür. Wenn es dann irgendwo in Sichtweite ist, auch kilometerweit entfernt, ist man dagegen. Da bin ich für mehr Ehrlichkeit bei jedem Einzelnen. Die können wir als Politik einfordern und das tue ich auch. Das ist unangenehm, aber wenn wir diesen Mut nicht haben, auch einzufordern, was andere verlangen, oftmals die gleichen, kommen wir keine Millimeter weiter. Dankeschön. Ich würde gerne noch eine Wortmeldung vom Land und 1 bis 2 ganz kurze Wortmeldungen von der Stadt reinnehmen. Ich schaue auf die Uhr, wir haben noch 2 Minuten. Von Seiten des Landes gibt es ganz große Initiativen, die genau dazu führen sollen und führen werden. Also im Gebäudebereich sehen wir auch in den Prognosen, dass eben CO2-Ausstoß sinkt aufgrund besserer Dämmungen. Da ist Sanierungsthema ein ganz ein großes. Wir haben sehr, sehr gute Förderungen im Bereich der Sanierungen von bestehenden Häusern. Es geht auch eben um den Ölkesseltausch. Ich habe gerade meinem Regierungskollegen gerade gezeigt, meine Bank hat mir gerade geschickt Beispiele bei der Sanierung, wo mehr als die Hälfte gefördert wird. Das sind genau die Förderungen des Landes, die es gibt. Also das ist attraktiv, Fenstertausch, Dächer machen. Da kann ich wirklich nur ermutigen, wer investieren möchte. Es gibt sehr gute Förderungen und das ist ein großer Schritt genau auf diesem Weg. Dankeschön. Auf Stadtebene? Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass im Einzelhausbereich natürlich das leichter ist. Also ich sehe da sicher Problematik in Mehrparteienhäusern. Große Umrüstungen kosten Geld, kosten sehr viel Geld. Da wird es auch die Frage sein, wer wird diese Umstellung dann bezahlen. Da war auch im Vortrag ein Thema, wer zahlt, also zahlt dann der Eigentümer diese Entkarbonisierung oder wird es auf die Mieter abgewälzt. Also ich glaube, da gibt es dann schon noch große Diskussion, wer dann die Kosten auch dafür übernimmt. Ich glaube auch, wir haben im Neubau weniger das Problem, weil wir ja wirklich, glaube ich, Vorzeigeprojekte in der Stadt zurzeit umsetzen, was dieses Thema anlangt. Die große Herausforderung wird die Sanierung sein. Und wie gesagt, auch die Möglichkeit, aber ich sehe das Ganze eigentlich als Chance, genau dieses Thema, wenn es darum geht, einen Ölkessel zu tauschen, haben wir auch oft den Fuß in der Tür, wo es vielleicht dann darum geht, könnte man nicht auch gleichzeitig mit dem Ölkesseltausch und mit der neuen Energieform auch überlegen, aufstocken, umplanen, mehr Wohnraum schaffen. Da kommen wir genau mit den Menschen ins Gespräch und wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass das auch, was die Nachverdichtung, aber im Bereich der Dichtereserven, also ohne mehr an Dichte, aber die Nach- und das Ausnützen der Möglichkeiten fördert. Und ich glaube, ich würde das als Chance sehen, dass wir da in Zukunft noch mehr informieren müssen. Ich glaube, es ist die Ablehnung gar nicht so groß. Es fehlt oftmals an der Information noch.
Dankeschön. Ich muss noch ergänzen, und es fehlt oftmals an den Firmen auch, die das durchführen können. Also das merken wir im Bereich des Bauens ganz stark. Es gäbe viel Interesse auch zu sanieren. Und wir sehen auch, dass da die Firmen so ausgelastet sind, dass es auch von daher zurzeit schwierig ist, alle Projekte umzusetzen, so wie man es möchte. Dankeschön. Ich schaue jetzt ganz kurz zum SIR rüber und zur Technik. Wir überziehen um 1 bis 2 Minuten, aber ich mache jetzt eine ganz kurze Schlussrunde. Ich habe hier eine Hotelglocke. Die klingt so. Ich bitte Sie alle, wir haben so in die Richtung begonnen, das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung, einen einzigen Satz zu nennen. Sie können gerne kurz überlegen, aber ich will einen kurzen, prägnanten Satz hören, nicht mit 10 Beistrichen. Wenn Sie morgen Wohnbaukaiser oder Kaiserin von Österreich wären, welches Gesetz, das Sie nicht diskutieren müssten und das nicht durch den Gemeinderat oder durch den Landesrat durchgehen müsste, welches Gesetz würden Sie als Kaiser oder Kaiserin bestimmen, um den leistbaren Wohnraum in Salzburg zu befeuern? Herr Schweiger, ein Satz. Ich würde kein Gesetz machen, sondern ich würde all das, was wir haben, nutzen und tatsächlich umsetzen und vor allem auf nachwachsende Rohstoffe setzen. Dann glaube ich, kommen wir einem Ziel schon in gewisser Weise näher. Dankeschön. Frau Klambauer. Ein Thema ist die Normenflut, die das Bauen sehr teuer macht, gerade auch bei den Betriebskosten. Und da wäre es mir ein Anliegen, dass man auch eben den Anteil, den die Betriebskosten am Wohnen haben, einmal unter die Lupe nimmt und schaut, dass man dort was ändert. Dankeschön. Das geht doch ganz gut. Frau Brandner. Ich würde den Vorschlag der Vortragenden aufgreifen bezüglich Grund und Boden. Ich würde da ein Gemeinnützigkeitsgesetz oder eine Gemeinnützigkeit darüber legen. Grund und Boden sollte kein Handelsprodukt, keine Handelsware sein und nicht dem Markt unterworfen sein. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Danke sehr. Und Frau Unterkofler. Ich glaube, es ist auch nicht ein Gesetz, sondern es ist die Vielzahl, wo wir auch sehen, die alle ineinander greifen. Und wenn ich sehe, dass wir Lockerungen schaffen, wie jetzt mit der neuen Aerogenowelle, wir brauchen einfach Handlungsspielräume, die uns nicht, das Gesetz darf uns nicht einschränken, sondern es muss uns die Möglichkeiten eröffnen, die wir brauchen, indem wir genau vor allem zuerst hinhören, was brauchen die Leute und dann diese Regelungen darum herum modeln. Dankeschön. Das waren ganz konkrete Anweisungen, was umzusetzen wäre. Man hat auch gehört, dass schon vieles da ist und dass es darum geht, das einfach in die Praxis umzusetzen und zu tun. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und für die Diskussion. Und ich darf jetzt Patrick Lüftenegger zu mir nach vorne bitten. Fachbereichsleiter, Fachbereich Wohnen beim SIR, Salzburg-Institut für Raumordnung und Wohnen. So eine kurze Reflexion auf die letzten 2 Staccato-Stunden und auf die Diskussion, was ist für dich hängen geblieben, was war Neues dabei? Gab es ein Learning? Ja, also es ist einiges Neues, aber schon auch viel Altbekanntes. Also ich sage jetzt einmal Bodenpolitik, Grundkosten, Baukosten, dass die Zinspolitik ein Problem ist, die Anleger das Wohnen, das dem eigentlichen Wohnzweck zugeführt wird, dass Verdichtung ein adäquates Mittel ist und so, oder dass viele Reformen eigentlich notwendig wären. Ich denke, man weiß sehr viel, man ist sich da in der politischen Runde, denke ich, sehr einig. Das, was ich finde, was eher, wo wir jetzt schauen müssen, wie packt man das an? Wie schafft man die Zusammenarbeit? Also es sind ganz viele unterschiedliche Schräubchen, an denen gedreht werden muss, auf verschiedensten Ebenen eigentlich. Die Gemeinden haben einen gewissen Befugnisbereich, das Land, der Bund, die EU spielt da eine gewisse Rolle. Also wie schafft man da die Kommunikation, die gegenseitige Abstimmung, um was voranzubringen? Also ich glaube, das ist wichtig beim Thema leistbares Wohnen, ein strategisches Herangehen. Und sehr oft passiert, dass Dinge dann nur an Einzelprojekten diskutiert werden und das verbraucht sehr viel Zeit. Also wenn man am einzelnen Projekt auf und nieder diskutieren muss. Also ich finde, die strategische Herangehensweise, über das muss man sprechen, wie kann man die in die Wege leiten. Und das ist auch das Anliegen von unserem Wohnbausymposium, dass man die verschiedensten Perspektiven sich anschaut. Es gibt verschiedenste Interessen, die in das Wohnen einfließen. Und wie kann man Prozesse in Gang bringen, um diese Perspektiven möglichst unter den Hut zu bringen? Anita
Berner hat das heutige Wohnraumsymposium aus Ihrer Perspektive begleitet und dokumentiert. Was passiert mit den Graphic Recordings? Genau, also das Graphic Recording bzw. auch die Referate, Präsentationen, was Sie gesehen haben, die werden wir jetzt noch nachbereiten und online zur Verfügung stellen. Alle, was Sie fürs Wohnbausymposium angemeldet haben, werden weiter informiert über die Nachbearbeitung. Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, bitte mit uns Kontakt aufnehmen, einfach die E-Mail-Adresse hinterlegen und wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten den Sukkus aus dem heute Gesagten herausarbeiten und das nochmal zusammenfassen und dann informieren. Dankeschön. Ich wähle jetzt einfach mal eine Kamera, die jetzt in meinem Blickfeld ist. Vielen Dank für den bisherigen offiziellen Part, also vielen Dank auch für die Diskussion und für die Vorträge und die Impulse, die wir bis jetzt gehabt haben. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, 5 Minuten, und starten danach mit einem offiziell-inoffiziellen Zoom-Talk, mit einer Runde, wo wir uns alle nochmal digital im Raum treffen, wo Sie dann auch die Möglichkeit haben, entweder real oder über die Chat-Funktion an die Vortragenden von heute, an die Diskutanten, Fragen zu stellen und sich jetzt in den nächsten 30, 35 Minuten einer Diskussion anzuschließen. Den Zoom-Link haben wir Ihnen schon zukommen lassen. Geben Sie uns 5 Minuten Zeit, damit wir hier umbauen können und uns organisieren können. Habe ich noch was vergessen, Patrick? Ja, ich denke, du hast das wunderbar gemacht und alles gesagt. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Gönnen Sie uns einen kurzen Espresso, wir sehen uns gleich. Danke. Danke.